Ja, Metal-Leute. Wer sich ein bisschen im Game auskennt, der wird das schon zu Genüge kennen. Neue Kanäle von neuen Kommentatoren sprießen ja im Prinzip aus dem Boden wie Pilze. Dementsprechend ist das hier nichts Besonderes. Aber für mich persönlich ist es eben jetzt auch mein Weg unter die Kommentatoren oder in den Kreis der Kommentatoren. Und der hat sich jetzt eigentlich auch so ziemlich genau gestaltet, wie wahrscheinlich bei den meisten vor mir und auch vermute ich mal, wie bei vielen, die nach mir kommen werden. Und zwar bin ich einfach jemand, der das Drachengame jetzt für einige Jahre passiv verfolgt hat, zum größten Teil zumindest, sich das Ganze angeguckt hat. Und jetzt sich irgendwann gedacht hat, dass man vielleicht einfach mal probieren könnte, selbst seinen Senf dazuzugeben, in Form von YouTube-Videos. Wie man vielleicht jetzt schon merkt bei meiner Ansprache, habe ich jetzt selbst nicht so großartige Erfahrungen oder besser gesagt gar keine Erfahrungen mit spontanen Reaktionen. Die paar Mal, in denen ich, also jetzt nicht zum Drachengame, sondern zu anderen Sachen oder was auch immer, ja, irgendwelchen Content mal hochgeladen habe, das war dann immer geskriptet. Das heißt, für mich persönlich ist das jetzt so ein bisschen die persönliche Generalprobe, um mal zu gucken, wie das für mich funktioniert, ob ich ja so eine Person bin, die schnell genug schlagfertig sein kann, der Sachen einfallen, wenn sie sich jetzt hier Drachengame-Content anhört und das versucht zu kommentieren. Ich muss halt mal gucken, wie ich das am schlausten hinkriege und so. Man kennt es. Was ich damit nur sagen will, also falls man merkt, dass das hier noch so ein bisschen der, ja, der Flow fehlt und das Ganze noch so ein bisschen, ja, gestückelt wirkt, dann liegt das höchstwahrscheinlich daran, dass das jetzt eben so mein erster Versuch ist. Also ich hoffe, man sieht es mir nach. Und ich werde dann halt auch selbst schauen, ob das überhaupt was ist, ob sich das lohnt, das weiterzuführen oder ob ich das jetzt bei einem Mal belasse. Genau, also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei bleibt und mich begleitet bei diesem ersten Versuch als Kommentator im Drachengame. Und wir schauen einfach mal, wie das klappt. Für das Video heute habe ich mir ja eine meiner Meinung nach absolute Perle rausgesucht. Wirklich einer meiner absoluten Favoriten. Wahrscheinlich mein, ja, sogar mit, ich will vorsichtig sein. Also auf jeden Fall ist es mein Favorit diesen Jahres. Das ist bisher so das Beste, was aus dem Game gekommen ist, im Jahr 2021, wenn man mich fragt. Und überraschenderweise handelt es sich dabei um einen Discord-Leak. Ja. Also mal Hand aufs Herz, ich denke, ich bin da nicht der Einzige. Discord-Leaks sind für mich größtenteils relativ uninteressant geworden. Es gibt einfach zu viel unterwürfiges Verhalten, zu viel drumherum geredet. Dem Rainer wird einfach auch zu viel Platz gelassen, um halt ja seinen eigenen Mythos, den er sich so ein bisschen im Kopf zusammenbaut, so diese Zusammenhänge, die er halt immer wieder hat. Ja, die auszubreiten in epischer Länge und ständiger Wiederholung. Ja, diese, also man merkt ja, wenn man Rainer zuhört, dass er so ein bisschen, er hat sich, ja, so ein bisschen seine Zusammenhänge zusammengebaut, wie Dinge funktionieren. Und er wurde jetzt auch schon so oft mit gewissen Argumenten konfrontiert oder auch wird halt immer wieder mit Problemen konfrontiert, dass er nicht gut darin ist, aber er ist halt sehr geübt darin, sehr ausschweifend immer wieder seinen, ja, ich würde es einfach Mythos nennen, also so seine eigene Version der Realität immer wieder abzuspulen. Um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, ich weiß nicht, ob man mir jetzt so genau folgen kann, was ich meine. Dass er halt zum Beispiel sagt, ja, ich habe auch Fehler gemacht, ich habe auch Scheiße gebaut.
Und mein größter Fehler war, dass ich damals die Adresse rausgeblasen habe in die Welt, ja. Das ist so zum Beispiel sowas, das hat er sich inzwischen eingeübt, das immer wieder zu sagen. Und das funktioniert auch gewissermaßen halt vor allem bei Leuten, die sich jetzt noch nicht so mit der Thematik auskennen. Und deswegen hat er sich, konnte er sich auf dieses, ja, auf diese Argumentation relativ gut stützen in vielen Situationen und deswegen bringt er die immer wieder. Und so, solche kleinen Konstrukte hat er immer wieder gefühlt. Und im Discord, wo die Leute dann Angst haben, gebannt zu werden, wenn sie zu sehr aufmucken, da kommt dann halt diese fürchterliche Dynamik meiner Meinung nach zustande, wo er das wirklich über epische, biblische Breite immer wieder ausbreiten kann und seine Sicht der Dinge unkommentiert und unhinterfragt unter das Volk bringen kann. Und das ist einfach, das macht keinen Spaß. Das macht überhaupt keinen Spaß, sich das anzuhören. Es ist repetitiv, es ist frustrierend und es ist langweilig, ja. Und ich finde, dass so leider deswegen der größte Teil der Discord-Leaks einfach keinen Spaß macht, wenn man sich den anhört. Für mich persönlich muss ich sagen, dass der größte Grund ist, warum ich persönlich jetzt nie so richtig aus dem Drachengame rausgekommen bin, auch wenn ich oftmals das Gefühl hatte, da kommt jetzt eh nicht mehr viel, war, dass man immer was zum Hören nebenbei hat. Das mag man vielleicht unterschätzen, aber für mich persönlich ist das ein riesiger Faktor, weil ich es einfach total angenehm finde, wenn ich zum Beispiel einen Haushalt mache oder irgendwas zocke oder so oder keine Ahnung, auch sonst irgendwie was habe, wo ich nebenbei was hören kann, da höre ich mir einfach wahnsinnig gern was an und irgendwann hat man alle. Ja, gut, das wahrscheinlich nicht. Aber man hat irgendwann sich an Domian satt gehört für einen Moment und braucht mal wieder eine Pause und so und man hat so seine Podcasts gehört und so. Und da ist es einfach geil, dass man dann diesen riesen Fundus an Drachengame-Sachen hat, die man sich so nebenbei anhören kann. Kommentatoren und die paar guten TS-Leaks und Gespräche und so. Also ihr wisst schon, die guten Sachen, die hochqualitativen Sachen im Game, die hört man sich gern. So nebenbei an. Und wenn ich jetzt einfach sagen würde, okay, ich gehe jetzt komplett aus dem Game raus, dann ja, wäre ich da so ein bisschen aufgeschmissen, weil ich mir da neue Sachen suchen müsste, die ich mir nebenbei anhören kann. Ja, beim Alltag. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, man mag jetzt vielleicht sagen, ja, dann hör doch ein Hörbuch oder so. Das Ding ist, bei so diesem Drachen-Content und so, da ist es nicht so schlimm, wenn man auch mal 20 Sekunden oder eine Minute oder so einfach mal ausklingt und auch mal die Kopfhörer rausnimmt oder irgendwas macht oder einfach mit einem Gedanken abschweift. Bei dem Hörbuch muss ich dann, da muss ich ein bisschen konzentrierter sein und ich lese dann sowieso oft lieber, als dass ich es höre. Das heißt, für mich ist das einfach so der ideale Content zum Nebenbeihören. Und der würde mir einfach fehlen. Aber, und darauf wollte ich jetzt halt hinaus, diese Discord-Leaks waren nicht mal dafür gut. Also die, selbst wenn ich überhaupt nichts mehr zum Nebenbeihören habe, diese Discord-Leaks konnte ich mir zum großen Teil einfach nicht geben. Mich würde interessieren, wie das bei euch ist, wie, ja, frustresistent ihr da wart. Konntet ihr das nebenher laufen lassen? Hattet ihr da noch Spaß dran? Bin ich da vielleicht ein bisschen zu kritisch? Ich kann das gar nicht so abschätzen, wie das so in der, ja, in der Allgemeinheit, im Game so bewertet wird, die moderneren Leaks. Ich merke übrigens, dass ich hier ganz gut abschweife, aber das ergibt sich jetzt gerade so, während ich rede. Ich hoffe, das ist okay. Das scheint hier so ein bisschen der Stil zu sein, der sich ergibt. Aber wir kommen auf jeden Fall noch zu dem Leak. Ich bin ja auch nicht der Einzige jetzt, der gerne mal ein bisschen länger redet, bevor er dann weiter mit dem eigentlichen Video macht.
Für mich ist dann, weil ich viele von diesen neuen Discord-Leaks auch gar nicht mehr anhöre, ist dann so das Problem, wie findet man dann die guten Sachen, die Perlen? Natürlich wird vieles hochgespült, aber ich denke, es gibt auch einige Aufnahmen, die kriegt man dann gar nicht mehr so mit. Und diese Aufnahme, die ich euch heute zeigen will, die fällt da für mich so ein bisschen drunter, weil die habe ich wirklich nur durch Zufall mitbekommen. Ich kann nicht genau abschätzen, wie groß die Runde ist, die diese Aufnahme jetzt gemacht hat. Ich hatte aber den Eindruck, dass sie nicht so groß besprochen wurde, wie ich es eigentlich erwartet hätte, angesichts des Unterhaltungsfaktors und ja, einfach einfach wie interessant dieser Ausschnitt ist. Bevor ich jetzt anfange, diese Aufnahme abzuspielen, würde ich noch kurz so ein bisschen das Setting etablieren, damit ihr auch wisst, worum es geht, weil diese Aufnahme so ziemlich einfach mittendrin in Medias Res anfängt. Es wird eigentlich ganz gut erklärt, also man kommt dann auch rein und versteht, worum es geht, aber ich würde trotzdem gern kurz erklären, worum es geht, damit ihr direkt wisst, was die Situation ist, ja. Ja, ich bin übrigens in Wirklichkeit Excel. Das hier ist mein geheimer Kanal, aber bitte sagt's keinem. Ja, also es geht um Folgendes. Rainer ist ja bekannt dafür, dass sich bestimmte Sachen immer wieder wiederholen, ja, also die Qualitätsoffensiven und so. Oder was ist noch so ein Klassiker? Die Frisur, dass die Haare wieder lang wachsen sollen und so weiter und so fort. Und ein anderes Ding, was immer und immer und immer und immer wieder kommt, ist, dass ein neuer Discord eröffnet wird. Und dann gibt es wieder die Leaks und dann irgendwann gibt es Drama und Rainer rastet aus und dann wird er wieder geschlossen und dann ein paar Monate später gibt es wieder einen neuen. Also das ist wirklich so sicher wie das Amen in der Kirche. Hier befinden wir uns relativ am Ende eines solchen Kreislaufs. Das heißt, dieser Discord, der hat schon eine Weile bestanden. Und wir haben hier wieder die Situation, dass sich ein kleinerer Kreis von Personen um Rainer etabliert hat, in Form von Mods, die dann mit ihm arbeiten, die ihm, was heißt mit ihm arbeiten, die eher für ihn arbeiten, die ihm sein Material zuspielen und Sachen für ihn recherchieren, aka einfach in Wikipedia irgendwas rauskopieren. Und hier haben wir eben zwei Parteien. Wir haben auf der einen Seite Rainer und auf der anderen Seite eben diese Mods, die jetzt schon relativ lang für die Zeitmaße im Drachengame dann doch schon an Rainers Seite waren, würde ich jetzt schätzen. Hier haben wir jetzt Rainer und diese Mods im Gespräch. Nachdem Rainer wegen irgendeiner Kleinigkeit mal wieder eskaliert ist im Discord und allen die Prügel rausgeschmissen hat. Ich weiß nicht, ob er sie gebannt hat. Er hat sie auf jeden Fall vom Discord geschmissen und hat sie dann einige Tage später wieder angeschrieben und hat dann so getan, als wäre nichts. Die Mods, die verlangen jetzt aber eine Entschuldigung dafür. Wollen die Situation klären, bevor man einfach wieder zum alten Trott kommt. Und hier sind wir jetzt in dieser Situation, in der es zu der Aussprache kommt zwischen Rainer und den Mods, nachdem Rainer wegen irgendwas ausgetickt ist. Die restlichen Details, die dürften sich im Laufe des Gesprächs ergeben. Und jetzt sind wir fast 15 Minuten schon im Video. Und das sollte dann jetzt auch ein guter Zeitpunkt sein, um mal mit dem Video loszulegen und uns anzuhören, wie denn nun die Situation sich abspielt. Übrigens gibt es hier logischerweise keine Bilder dazu. Dementsprechend ist das hier nur Audio. Ihr könnt also irgendwas anderes machen, während ihr euch das hier anhört. Keiner. Den ganzen Tag nicht.
Und ich bin dann in den Raum reingegangen, weil ich mir gedacht habe, weil ich mich, das ist das Geile, das ist die Ironie daran. Ich bin in den Raum reingegangen, habe die Cam angemacht, habe mein Programm angemacht, weil ich ja weiß, dass einige von euch mir ganz gerne zuschauen, wie ich schneide, weil ich mich in diesem Raum sicher gefühlt habe. Das ist der Witz daran. Ja. Und dann bin ich da drinnen, bin die meiste Zeit gemutet, weil ich mich ja auf meine Stimme und auf das Zeug, was ich sage, konzentrieren muss, was ich rausschneiden muss und was nicht. Bin immer wieder mal kurz zwischendurch mal aus dem Mute raus, nachdem ich endlich gemerkt habe, dass welche da sind. Aber es war den ganzen Tag keiner da, bis ich dann da war und das Zeug gemacht habe. Ansonsten war den ganzen Tag keiner da. So. Und eine Sache war, das sage ich jetzt nochmal kurz dazu schon mal, später während des Streits hat mir dann, ich weiß nicht mehr, wer es war, vorgeworfen, dass es in diesem Raum ja nicht um mich geht. Ja, das ist mir bewusst. Aber die Sache ist, den ganzen Tag hat sich keiner für diesen Raum interessiert. Und dann, als ich da war und das geschnitten habe, waren alle da. So. Und dann stellt sich halt heraus, dass eine nachgewiesene Haterin in dem Raum ist, in dem ich meinen Dragon Monday bearbeite oder einen Teil des Dragon Mondays bearbeite, der mir extrem wichtig ist, weil ich im neuen Jahr. Okay, ich mache jetzt einfach mal eine Pause. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, dass man Rainer mehr oder weniger einfach mit einem Satz unterbrechen muss, weil ihr merkt es ja selbst, er findet halt einfach kein Ende. Deswegen, ich wollte jetzt erst auf ein Satzende warten, aber man kennt es, dass da kann man noch ein bisschen warten und das wollte ich jetzt nicht. Denn es kam gegen Ende jetzt was, worauf ich gerne kurz eingehen würde. Ich habe jetzt aber auch erstmal ein bisschen über eine Minute hier laufen lassen, damit man ein bisschen reinkommt, so in den Audio-Leak. Aber worauf ich jetzt gerne eingehen würde, ist das, was gegen Ende kam. Und zwar hat Rainer hier über die Person gesprochen, mit der er sich gestritten hat, mit einer Userin. Und die hat er als eine nachgewiesene Haterin bezeichnet, was ich schon ganz geil finde, weil es ist ja relativ offensichtlich, wenn man das Drachengame mehr als jetzt einen Tag verfolgt, dass der Begriff Hater, was ist ein Hater, relativ wandelbar ist. Und um kurz vorwegzugreifen, diese Thematik, was ist ein Hater, wann ist ein Hater, die wird hier auch noch mehrfach auftauchen, zumindest unterschwellig. So diese Frage, wie beurteilt Rainer das? Da werde ich dann auch drauf eingehen, wenn es soweit ist. Ich finde es hier aber insbesondere interessant, weil, wie gesagt, es geht hier um eine Auseinandersetzung von Rainer und dieser Userin und die fand zunächst mehr oder weniger auf der gleichen Ebene statt, was so die Legitimation der beiden angeht, weil sie über irgendein Thema reden, was jetzt niemanden von den beiden besonders persönlich betrifft und sie haben einfach verschiedene Ansichten. Das ist so das klassischste Beispiel von einem Disput oder von einer Auseinandersetzung, die man sich vorstellen kann, ja. Und was Rainer dann daraufhin eben macht und was man immer wieder, immer, 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 immer wieder im Drachengame findet, ist, dass er die Formulierung des Haters dann reinschmeißt und woraus dann auch hier die Formulierung nachgewiesene Haterin, was ich einfach toll finde, dann ja daraus erwachsen ist, mehr oder weniger. Es ist dieser klassische Impuls vom Rainer, den er sich antrainiert, der er sich antrainiert hat, der ihm vielleicht auch gewissermaßen von außen antrainiert wurde, ist, dass er jeder Person, die ihm gerade aus welchem Grund auch immer nicht genehm ist, dann einfach diesen Stempel Hater aufzudrücken. Er hat mit diesem Begriff des Haters und man muss auch festhalten, dass sich natürlich auch ein Großteil der, ich sag mal, der Teilnehmer im Drachengame, die nennen sich ja auch Hater, ja. Teilweise ironisch, teilweise nicht so ironisch, aber das ist halt so der Sammelbegriff. Und dadurch, dass dieser Begriff aber eben so etabliert ist, wurde meiner Meinung nach für Rainer so ein relativ starkes Instrument geschaffen, dass ich es so am ehesten mit einer Keule einfach vergleichen würde, weil es ist wirklich nicht schwer, mit diesem Begriff Hater zu treffen. Man kann einfach damit um sich schlagen. Und es ist zumindest für Rainer in seiner Lebenswelt hin und wieder
oder auch öfter effektiv und ich sag mal wuchtig. Rainer kann einfach jeden, der ihm in irgendeiner Weise unangenehm ist, der ihn stört und der jetzt keine Autorität hat, also von dem er nicht abhängig ist, kann er wirklich sehr einfach als einen Hater bezeichnen. Und dadurch wird ihm ermöglicht, dass er so ein super praktisches Schwarz-Weiß-Stigma ja, für sich etablieren kann. Was ihn halt komplett davon befreit, in irgendeiner Weise nuanciert nachdenken zu müssen, was er sowieso nicht machen würde. Aber dadurch, dass er diesen Begriff Hater hat, hat er auch gar nicht, wird er auch gar nicht so, kommt er auch gar nicht in diesen Druck, das machen zu müssen, sondern er kann einfach sagen, das ist ein Hater, damit muss ich mich nicht näher beschäftigen. Das Ganze erinnert mich, wenn ich das jetzt so sage, auch ein bisschen an das, was man jetzt aktuell relativ häufig von Leuten außerhalb des Drachengames findet, wenn man hier so ein bisschen die Augen aufgehalten hat. Also ihr habt alle bestimmt schon mal irgendwie sowas gesehen wie, ja, hier ist kein Platz für Hass und so und Hass akzeptieren wir nicht und sowas. Und es wird ja auch gerade, was Internet angeht, was so Internet, wie soll das Internet gestaltet werden? Wie viel Zensur wollen wir im Internet haben? Da wird ja relativ oft mit dem Kampf gegen Hass argumentiert. Das ist jetzt eine Riesenbox, Büchse oder ein Riesenfass, das man aufmachen kann, aber das geht mir ein bisschen zu weit weg vom Game. Ich möchte es nur insofern erwähnen, dass ich es einfach fragwürdig finde, eine grundlegende Emotion, die einfach da ist, ja, wie Hass. Das ist nun mal da, dass man einfach darüber spricht, wie etwas, das man einfach eliminieren kann oder das man unter den Teppich kehren kann und dann ist es, dann stört es uns nicht mehr, dann ist es weg. Natürlich ist Hass oft nichts Angenehmes, das ist keine positive Emotion, aber es gibt eben einen Grund, warum Hass da ist in Menschen. Und einfach eine Decke darüber zu legen und zu sagen, hier gibt's keinen Hass, Hass gibt's hier nicht. Das erinnert mich halt eher an schöne neue Welt oder so, als an vernünftigen Umgang mit Hass. Und das wird der Komplexität des, ja, des menschlichen Gemüts, der Emotionen und auch der Komplexität von vielen Situationen, in der mehrere Menschen vorkommen, dem wird es einfach nicht gerecht, dass man sagt, okay, das ist ein Hater, das ist kein Hater, Situation gelöst. Warum ich das hier erwähne, ist, weil ich glaube, dass Rainer wahrscheinlich eher unbewusst, vielleicht auch bewusst, aber ich würde mit ziemlicher Sicherheit sagen, unbewusst, eben die rhetorische Macht dieser Begriffe Hass und auch vor allem des Begriffs Mobbing, mit dem er ja auch um sich schmeißt, als gäbe es keinen Morgen, die hat er halt aufgeschnappt in den Medien, wahrscheinlich auch von Lehrkräften auf der Sonderschule. Und er weiß einfach, dass wenn er mit diesen Begriffen kommt, dass da Leute aufhorchen, weil sie eben, viele Leute wollen natürlich nicht, dass andere gemobbt werden, was auch total sinnvoll ist, ja. Oder Leute wollen nicht, dass andere die ganze Zeit Hass ausgesetzt sind und so. Da sind ja oft gute Grundsätze hinter. Aber es gibt eben so Leuten wie Rainer, wie ich bereits gesagt habe, so dieses Instrument, mit dem sie dann einfach um sich werfen können, um sich selbst zu legitimieren und um dieses Schwarz-Weiß-Bild eben aufrechtzuerhalten und zu sagen können, das ist ein Hater, da brauche ich gar nicht mehr sagen, hier die das Mädel, das mir widersprochen hat, war ein Hater, das brauchen wir gar nicht weiterreden, die ist ganz schlimm, die mobbt mich. Case closed, sozusagen. Und dadurch, dass Rainer diese Begriffe so stark in sein eigenes Weltbild integriert hat, wird mir zumindest gezeigt, dass das auch einen Schritt weit funktioniert. Gerade bei Leuten, die sich eben jetzt zum Beispiel nicht so im Drachengame auskennen, die dann das erste Mal mit ihm reden
Und dann erzählt er eben von Mobbing und so, und dann denken die erstmal, wenn man jetzt von jemandem hört, der von Mobbing erzählt oder von Hass, dann sind, glaube ich, die meisten erstmal geneigt zu sagen, okay, das ist eine schlimme Sache und ich bin auf der Seite von dieser Person. Wenn man Rainer dann ein bisschen mehr kennt, dann merkt man eben, dass das einfach nur ein Instrument ist, um Macht zu gewinnen, sozusagen. Und im Fall von Rainer, damit er einfach weniger mit seiner eigenen kognitiven Dissonanz konfrontiert ist. Oder um es anders zu sagen, also dass er einfach seine eigenen, also um es kurz zu erklären, kognitive Dissonanz ist, wenn man einen offensichtlichen Widerspruch hat in seiner Denkweise, und man versucht das dann irgendwie zusammenzuführen, damit man sich eben nicht mit diesem Widerspruch auseinandersetzen muss. Und bei Rainer wird das eben so auch gefördert, dass er diese teilweise, also das muss ich ja keinem erklären, der sich ein bisschen mit Rainer auskennt, diese wirklich himmelschreienden Widersprüche und teilweise auch bewussten Lügen, ja, die kann er oft umschiffen mit den einfach hier wie so ein Zauberwort, einfach mit dem Begriff Hass, Mobbing, bam, bin ich fertig. Und das logische Ende von all dem, das finden wir eben hier in diesem Discord. Das mag jetzt ein bisschen albern sein oder vorkommen einigen, wenn ich jetzt so lange rede über hier diesen kurzen Satz, aber es ist schon, deswegen finde ich diesen Leak so gut, da kommt auch noch viel, aber es erklärt so viel. Also man kann wirklich, wenn man Rainer ein bisschen kennt, dann kann man hier relativ viel rausholen, um eben zu verstehen, warum so gehandelt wird. Und ich finde, dass das eben ein gutes Beispiel ist, hier mit dem, das ist eine nachgewiesene Hälerin, als gäbe es da ein Regelbuch, als gäbe es da ein Gesetz, auf das er sich stützt. Das ist Quatsch, der legt sich das aus, wie es ihm gerade passt. Das ist halt das Verhältnis von Rainer zu diesen Begriffen. Und darüber wollte ich jetzt noch mal kurz reden. Aber ich würde jetzt auch mal weiter in der Aufnahme machen. Einen neuen Start machen möchte und wo ich nicht möchte, dass die Hater auch nur den kleinsten Funken davon mitbekommen. Ja. Und schwupps ist schon eine Haterin da, die das mitkriegt. Und das Geile war halt, dass ich mich dann richtig anschreien habe lassen dürfen von manchen. Weil ich mich halt aufgeregt habe und gesagt, dass sie sich verpissen soll, dass die raus soll aus dem Discord, aus dem Raum und so weiter. Nö, das ist nicht dein Raum. Ja, nö, gut, dann verpiss halt ich mich. Ja, und das war mehr oder weniger. Könnt ihr euch vorstellen, wie Rainer gesagt hat, bitte geh aus dem Raum. Und dann hat die Frau ihn zusammengeschrien. Man hat es doch richtig vor Augen, wie Rainer versucht hat, die Situation noch irgendwie zu deeskalieren. Aber die Hälterin ist einfach, hat nicht aufgehört, ihn anzuschreien. Man kennt es mit Rainer. Dann auch der Abschluss von dem Ganzen. Dann habe ich mich verpisst, weil ich keine Lust hatte, mich anschreien zu lassen und mich anmaulen zu lassen, weil ich hatte ja nichts gemacht. Ich war im Raum, weil halt keiner da war und weil ich mich in dem Raum sicher fühle und weil alle sich immer freuen, wenn ich, oder zumindest dachte ich immer, dass sich alle freuen, wenn ich schneide und die Leute zugucken können beim Schneiden. So. Deswegen war ich in diesem Raum. Das war der einzige Grund für mich, dass ich in diesem Raum war. Weil es war ja sonst niemand da. Dann hätte ich hätte genauso gut in meinem Arbeitsraum schneiden können. Das hätte mich auch nicht interessiert. Hätte genauso machen können. Oder du könntest einfach überhaupt nicht im Discord sein, während du arbeitest, du Affe. Was für ein Quatsch. So, es ist halt wieder dieses Aufmerksamkeitsgegeiere und also das ist so ein Schwachsinn. Ich fühle mich sicher in dem Raum. Wenn du dich sicher fühlen willst, dann bleib halt aus dem Discord raus. Wenn du keine Interaktion willst, in dem Momenten dich konzentrieren willst auf deinen geilen Dragon Monday, an dem du schon 10 Jahre lang arbeitest, natürlich, dann bleib aus dem Discord raus und dann geh in gar keinen Raum. Mein Gott. Ich habe meinen Arbeitsraum, ne? Drache-Arbeitsmodus in meinem Discord drüben. Habe ich ja. Hätte ich auch reingekonnt und das da machen. Tja, und ich habe mich dann richtig anschreien lassen dürfen von manchen und mir sagen lassen dürfen, dass Waffi auch ein Recht hat, da zu sein und dass sie zwar das angestellt hat, ja, aber vielleicht tut es ihr ja leid und so weiter und Ja. vielleicht ist ja das und vielleicht ist ja das und vielleicht ist ja das. Mich interessiert nicht, ob es ihr leid tut.
Warum sollte mich das auch interessieren? Ich habe 7 Jahre Erfahrung mit solchen Menschen. Wenn solchen Leuten das leid tun würde, dann würden sie so eine Scheiße gar nicht abziehen. Und ich Das passt jetzt auch noch ganz gut eben in das, was ich vorhin gesagt habe, was so in dieses Repertoire von Begriffen reingeht, das Rainer um sich werfen kann, um eine Diskussion abzukürzen. Wir haben Hass, wir haben Mobbing und wir haben natürlich 6 beschissene Jahre, 7 beschissene Jahre, 8 beschissene Jahre. Keiner hat die Erfahrung, die ich habe, bla bla bla. Das ist halt ein ganz seltsames Konstrukt, das dann für Rainer in sich schlüssig ist, dass wenn man sich so lang richtig dumm verhält und Scheiße baut, um jetzt mal hier im, ich sag mal, mittelfränkischen Sprachgebrauch zu bleiben, dann hat man das Recht, darüber zu reden. Also ich darf jetzt nur Berufsberater werden, wenn ich selbst 10 Jahre arbeitslos war, weil ich einfach keine Bewerbung geschrieben habe. So in dem Sinne. Oder ich darf nur Feuerwehrmann werden, wenn ich es weiß, wie es ist, wenn die ganze Zeit mein eigenes Haus brennt. Das ist halt ist halt auch noch was für ihn funktioniert, weil das so eine dumme Argumentation ist, dass die meisten Leute so ein bisschen erschlagen sind und da muss man so tief bei Null anfangen, um das ihm zu erklären, dass bis dahin die Diskussion dann wahrscheinlich eh wieder in eine andere Richtung läuft und so. Deswegen schmeißt er das auch sehr oft rein mit 8 beschissene Jahre. Ihr wisst gar nicht, wie das ist, bla 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 bla. ich will mit solchen Menschen definitiv nichts zu tun haben. Und wer nicht versteht, dass ich nach 7 oder 8 Jahren, mittlerweile sind es ja 8, oder geht jetzt ins 8. Jahr, wenn nicht versteht, dass ich nach 8 Jahren mit diesen Leuten nichts mehr zu tun haben will, wenn jemand sowas abgezogen hat, dann kann ich ihm halt auch nicht mehr helfen. So. Und das Geile ist, ich bin aus dem Rudel damals abgehauen, weil ich keinen Bock auf Waffi hatte. Und ich bin weggegangen, weil ich, wenn mich jemand aufregt und wenn mich jemand auch alles stresst und so weiter, mache ich das anders als die Hater. Ich hate die Person nicht, sondern ich gehe weg und ignoriere die Person. Aber wenn die Person mir nachläuft, im realen Leben würde die Person auf Faust kassieren. Im virtuellen Leben kann ich schlechter Faust verteilen. So viel zum Pazifismus-Lord. Das ist halt auch so eine Sache, das ist einfach ätzend. Ja, ganz ehrlich so. Immer dieses Hin und Her gewackelt zwischen ich hasse Gewalt, ich hasse Gewalt und oh, der wird eine Faust kassieren und den habe ich in die Aurach gedunkt und lauter so eine Scheiße. Wenn er wenigstens bei einer Sache bleiben würde, würde ihn das deutlich weniger unsympathisch machen, glaube ich. Wenn er einfach sagen würde, ja, ich will jeden verprügeln, der mich irgendwie stört, das wäre wenigstens ehrlich. Aber dass er immer sagt, oh, ich hasse Gewalt, aber sich dann gleichzeitig so selbst zelebriert und dann gleichzeitig halt, wenn Leute vor seiner Schanze sind, sich versteckt, außer es sind wirklich ganz, ja, ich sag mal, jetzt weniger, ja, wie sage ich das? Also jetzt Leute, die weniger bedrohlich wirken, vielleicht auf den ersten Blick. Da kommt er dann raus, ja. Also es ist wirklich mit zweierlei Maß messen hoch 10 und ein Gehüpfe zwischen mehreren Sichtweisen hier. Ich hasse Gewalt, aber natürlich muss ich sie nutzen, wenn ich mich verteidigen muss. Und hier dann auf einmal, wenn mich jemand stört, dann kriegt der eine Faust. Krieg doch einfach mal dein Schwachsinnstalk wenigstens zusammen, ja. Mach dir doch eine Liste, Rainer. Schreib doch einfach mal dir eine Liste zusammen. Okay, das ist meine Meinung zu Gewalt. Das ist meine Meinung zu der USA, die Leute abhört und so. Und dann hör auf, die ganze Zeit hin und her zu springen. So, das wäre doch schon mal ein Anfang. Deswegen bin ich wieder rausgegangen, weil ich die Person meiden will. Aber wenn sich eine Person nicht meiden lässt, was machst du dann? Ey, Wie gesagt, im realen Leben würde die Faust kriegen. also ich habe dir das ja nochmal geschrieben und das hat auch, glaube ich, also ich weiß zumindest, viele haben es im Modraum geschrieben. Oder ich kann zumindest nachvollziehen, dass du nicht mit Wafi labern willst und keinen Kontakt zu ihr haben willst. Und das haben wir alle verstanden, so Digga. Ich habe das auch verstanden. So, hätte ich jetzt gewusst, dass du keinen Plan hast, dass Wafi auf dem Server ist, hätte ich dir auch Bescheid Warte mal gegeben. kurz, bitte.
Ist dein Mikro gerade irgendwie rausgerutscht oder so? Kann das sein? Ja, Weil ich hörst habe dich irgendwie gerade nur auf einem. Ja, ich höre dich schon, aber ich habe dich nur auf einem Ohr gerade und mein Kopfhörer glaube ich eigentlich nicht, dass das sind. Ja, da ist mal Wasser oder sowas drüber gelaufen. Ich habe echt Probleme am Kontakt. Ich weiß es nicht. Aber hast du alles gehört jetzt? Naja, ich habe alles gehört. Ich höre dich nur auf einem Ohr, deswegen habe ich das eine jetzt ein bisschen Ja. gedrückt. Das ist nicht so laut, Ja, das ist so ein also bisschen der Punkt ist unangenehmer halt, zumindest. okay, also erstmal zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass du angekackt wurdest. Ja. Von wegen, dass es Wafi vielleicht leid tut oder was auch immer und du aber das gar nicht hören willst. So, Ja, gar nicht. dann Warum haben, auch? Warum soll ich mir das wie anhören? gesagt, Zeitver ey, Für mich ist das ja, wie gesagt, Zeitverschwendung. ja. Hier ist übrigens geil, wie der Typ merkt, also hier dieser komische andere Typ, mit dem er redet, er hat irgendwie die falschen Worte gesagt und hat schon wieder, das ist wie so eine, ich weiß jetzt nicht, wie der Fachbegriff dafür ist, aber als würde eine Maschine so ein Ding wieder in so eine Art Spule oder sowas laufen, also es geht wieder los. Die Schallplatte beginnt von neu und der Typ muss jetzt wirklich alle seine, muss jetzt unbedingt dazwischen grätschen, weil sonst kann er sich nochmal 5 Minuten anhören, wie Rainer darüber redet, warum er diese Entschuldigung nicht annimmt. Ich spule nochmal hier die paar Sekunden zurück. Ich finde es halt ganz, ganz, ganz witzig, weil ich stelle mir das auch so vor, wenn man bei ihm Mod ist oder sonst versucht, mit ihm freundlich zu sein, muss man halt höllisch aufpassen, dass man diese Monologe abbricht, bevor es zu weit geht. Dass es Wafi vielleicht leid tut oder was auch immer und du aber das gar nicht hören willst. So, Ja, gar nicht. dann Warum haben, auch? Warum soll ich mir das ja, anhören? Das ist wie gesagt, Zeitver ey, Für mich ist das ja, wie gesagt, Zeitverschwendung. ja. Und Guck bitte, stopp, stopp. Ich hab's verstanden. Ich hab's doch verstanden. Da gibt's auch so eine geile Aufnahme mit Rainer und diesem Bibel-TV-Typen. Oder Bib. Doch, also dieser von YouNow. Da hat auch. Das ist auch so ein Ding von Rainer, dass der einfach Leute auch totquatscht. So ein bisschen, ja. Dass der einfach so lange redet, bis dann die Gegenpartei so mürbe gemacht ist, dass die einfach denkt, ja, scheiß drauf, so, ich kann es mir nicht mehr anhören. Bei dem Bibel-TV-Ding war das so, da haben die, glaube ich, drüber geredet, so, ist das, was Rainer macht, Arbeit? Und Rainer hat halt wieder seinen extrem großen Monolog abgefeuert. Und dann hat Bibel-TV dagegen argumentiert und Rainer hat wieder weitergelabert und wieder weitergelabert und wieder weitergelabert. Und irgendwann, als er wieder ansetzen wollte, da hat dieser Bibel-TV-Typ so gemeint, ich glaub's dir, ich glaub's dir, ich glaub's dir, ich glaub's dir. So immer wieder gesagt, wie einfach nur, damit er aufhört zu reden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eben auch so unterbewusst ein bisschen eine Gesprächstaktik ist. Einfach so lang wiederholen, 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 bis die Gegenseite nicht mehr kann und aufgibt. Vielleicht ist das auch einfach, vielleicht ist es nicht als Gesprächstaktik gedacht, sondern es ist einfach die Dummheit, dass man Sachen immer wieder wiederholt. Aber es hat eben diesen Effekt, dass Leute irgendwann fertig mit den Nerven sind. Und weil es so schön sind, so schön ist, noch ein letztes Mal. und du aber das gar nicht hören willst. So, Ja, gar nicht. dann Warum haben, auch? Warum soll ich mir das wie anhören? gesagt, wie Zeitver gesagt, ey, Für mich ist das ja, wie gesagt, Zeitverschwendung. ja. Und es haben halt ich und viele geschrieben, so, yo, wenn du sie ignorieren willst, dann ignoriere sie, ist cool. So, ist okay. Was dann halt aber uns halt abgefuckt hat oder mich abgefuckt hat, so erstmal das Entfreunden. Und ich verstehe auch, das habe ich dir auch geschrieben. So, vielleicht hast du uns alle entfreundet, weil du dachtest, ey, das sind Wichser, die hängen mit Hatern ab, die wollen mich Nein. verarschen. Ich habe euch entfreundet, das habe ich mir auch als Punkt aufgeschrieben. Ich habe euch entfreundet, weil. Entschuldigung, falls jetzt gerade hier so ein kleines Geräusch war. Ich habe bei meinem Mikrofon gerade so ein kleines Metallding richten müssen. Ich habe genau die Leute entfreundet, die bei ihr noch in der Friendlist waren. Ja, okay, aber Und ich zu. Kane zum Beispiel war nicht drinnen, den habe ich rausgenommen, den habe ich auch über die Anfrage geschickt. Aber ich habe im ersten Moment mal alle rausgehauen, bei denen nicht Ja. hundertprozentig sicher war, dass die noch in der Liste waren, weil ich mir vorher nämlich ihren Namen angeschaut habe. Und wenn ich mir ihren Account anschaue, mit Leuten in der Friendlist bin, dann sehe ich nämlich, wem sie befreundet ist, mit dem ich befreundet bin. Ne? Und Ich kenne deswegen das, ja, habe ich klar. alle und deswegen habe ich alle rausgehauen, die mit ihr befreundet waren. Und die, die das nicht waren, denen habe ich die Anfrage wieder geschickt. Okay, aber ich bin ja auch mit ihr befreundet und du hast mir auch eine Anfrage geschickt.
Bei dir ist es da geringfügig anderer Punkt gewesen. Und zwar ist es da in erster Linie darum gegangen, weil ich mir erst, ich bin da schon stinksauer gewesen, alles, aber nachdem ich da mich wieder ein bisschen beruhigt habe, habe ich mir gedacht, das ist extrem assi, werde ich jetzt rauszuhauen. Ja, aber Wegen der Sache halt, dass du mich so unterstützt hast und alles. Und außerdem, weiß nicht, das ist auf jeden Fall, war die Sache halt, ich bin da klar auch sehr impulsiv, aber ich habe halt auch jahrelang gelernt, dass ich halt kein Risiko eingehen sollte. ja, und jetzt warte, jetzt ich will das noch zu Ende machen, bevor ich das alles wieder vergesse. So, ich dachte mir auch, okay. Es ist eine fucking rhetorische Naturgewalt hier. Also, man vergisst auch die Sachen, die man sagen will, weil einfach immer weiter geschwallt wird und dann, ach Scheiße, ich muss mir merken, was ich eigentlich sagen wollte. Aber bevor wir wieder wo ganz anders landen und wieder bei den Hatern und sechs beschissenen oder acht beschissenen Jahren oder was auch immer landen, so, ich stelle mir das sehr anstrengend vor, mit ihm zu reden. Vielleicht warst du impulsiv und das haben wir uns auch schon so gedacht, so ein bisschen so, dass das vielleicht jetzt einfach so ein Ausraster war, mehr in Anführungsstrichen. Das habt ihr euch gedacht, dass Rainer ein klein bisschen impulsiv ist? Da habt ihr ja eine bemerkenswerte Menschenkenntnis. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Nur das, was halt jetzt irgendwie halt komisch ist, so zum Beispiel jetzt so ein Azog, ich weiß nicht, hast du dem wieder eine Anfrage geschickt? Keine Ahnung, wir haben darüber nicht gesprochen, ich und Azog. Ich habe bisher noch keinem großen Anfrage geschickt, weil ich noch keine Chance hatte, die Sache zu klären, weil ich die Sache klären wollte. Aber wie ich schon gesagt habe, bevor ich die Chance hatte, es zu klären, haben sie sich ja alle aus dem Mod-Bereich verabschiedet. Und dann habe ich mir auch gedacht, naja, gut, dann leckt mich. Dann habe ich auch keinen Bock mehr darüber, ewig zu. Jetzt so zu dem Stichwort Azog. Das ist übrigens das, wodurch ich auf das Video hier aufmerksam geworden bin, wenn ich mich richtig erinnere. Es gab hier diesen Typ in dem Rollstuhl, der vor Rainers Tür stand. Und dann hat Rainer irgendwie gemacht, also den hat Rainer dann ja mit dem Schlauch einfach nass gespritzt. Und Rainer hat dann sich ja danach damit gerechtfertigt, dass er gemeint hat, ja, das war Azog. Ich weiß, dass der nicht wirklich im Rollstuhl sitzt, sondern dass das einfach nur so ein Gag von dem war oder was auch immer. Ich habe bis heute keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht oder was auch immer. Aber das meinte ich eben mit so, da bin ich nur durch Zufall drauf gekommen hier auf das Video. Und was ich auch noch sagen wollte, also für mich ist das bis heute so ein bisschen Mysterium. Man wird ihn auch noch gut hören, also man wird ihn auch noch einige Minuten hier sprechen hören. Aber was Azog für ein Typ ist, ist für mich auch bis heute noch so ein Mysterium, dass der überhaupt so ein Hausname, so eine Hausmarke geworden ist im Rainer Kosmos. Finde ich einfach komisch. Wo kommt der her? Was ist das für einer? Ja, also das ist für mich immer noch so ein bisschen ein Fragezeichen, was das für ein Typ ist. Ich hab nicht einmal den Tag Zeit gehabt, meinen Dragon Monday vorzubereiten. Bin sowieso schon ewig im Stress gewesen. Mir die Sache hat mich seit 2 Tagen oder 3 Tagen fickt mich diese Sache auch noch extrem. Ich sag dir ganz ehrlich, ne? Und das musst du dir mal geben, Alter. Ich war früher als Kind ein extrem emotionaler Mensch, ne? Und hab wegen jedem noch so kleinen Scheiß geheult. Mittlerweile ist es aber genau das Gegenteil. Um mich zum Heulen zu bringen, ist echt was nötig mittlerweile. Bin halt hart geworden irgendwann. Und jetzt kommt da. Das ist so ein, ja, so ein Thema, was ich jetzt hier auch für Rainer durchzieht durch diese Aufnahme. Darauf besteht er irgendwie. Ich weiß nicht, ich stelle mir das vor, dass er so, wenn er abends oder in seinem Fall halt morgens dann im Bett liegt und versucht einzuschlafen, dass ihm manchmal so Gedanken kommen, die findet er so geil, dass er die sich einfach so lang immer wieder durch die Birne hier drückt, dass er es kaum abwarten kann, das irgendwie anderen Leuten zu erzählen. Und das ist so ein Ding irgendwie. Das muss er jetzt die ganze Zeit sagen. Ja, früher als Kind war es so einfach, mich zum Heulen zu bringen, da warst du emotional. Aber jetzt bin ich emotional tot. Ja, so, also eigentlich so. Ich möchte mich jetzt also generell nicht drüber lustig machen, weil es gibt ja auch Leute, die wirklich so ein bisschen abstumpfen aus verschiedensten Gründen. Aber es, so wie. Wenn man das von Rainer hört, dann hat das halt so diesen 13-, 14-jährige Flavor, der, ja, der, der,
ein bisschen pathetisch einfach unterwegs ist. Und ich würde euch nahelegen, oder ich hoffe, dass ihr euch das einfach so ein bisschen im Hinterkopf behalten könnt mit dem emotional tot sein, weil das sehr passend noch wird zu dem, was da noch so kommt. Aber die Pointe, die haben mich alle so niedergeschrien und so fertig gemacht, dass ich hier heulend gesessen war, Alter. Ja, und das heißt schon was mittlerweile. Früher als Kind hätte ich gesagt, naja, gut, das kommt jeden zweiten Tag vor. Mittlerweile, das letzte Mal, dass ich geheult habe, das dürfte in dem Video gewesen sein, was ich hochgeladen habe. Und das ist ein Dreivierteljahr her. Oder so. An der Stelle würde es mich ein bisschen interessieren, wie oft weint so der durchschnittliche Mensch, vielleicht der durchschnittliche Mann, falls es da Unterschiede gibt, große. Ist das besonders wenig, wenn man, wenn es ein Dreivierteljahr ist, dass man weint? Wäre für mich jetzt ohne irgendwie Ironie und Sarkasmus, es wäre wirklich interessant, mal zu wissen, wie oft weint so der Durchschnittsmensch, vielleicht in Deutschland, wenn wir spezifizieren wollen, dass Rainer da so ein Riesending draus macht. Also es ist halt wirklich heavy, ne? Und Richtig heavy. ich habe halt dann echt keinen Bock mehr gehabt. Nach der ganzen Zeit, wo mich dann so fertig gemacht wurde, dann und mir eigentlich noch sogar die Zeit nehmen wollte, das dann zu klären, nachdem das alles andere geklärt ist, meine Arbeit geht eben vor. Das geht nun mal vor. Da kann ich nichts anderes machen, weil ich brauche meine Kohle und ich kann den Dragon Money am Mittwoch hochladen und ich war den ganzen verfickten Tag damit beschäftigt. Das ist halt auch so ein Thema, wo der die ganze Zeit hin und her springt, wie mit der Gewalt ist halt, hier, Geld ist mir egal, ich brauche aber halt mein Geld. Es ist so, es ist einfach Entschuldigung, charakterlich so schwach, finde ich. Dann, es ist doch nichts dran, wenn man einfach sagt, ja, ich brauche Geld zum Leben. Ich denke, das können die meisten Leute nachvollziehen. Du musst nicht der ganz besondere Mensch sein, indem du sagst, nee, ich brauche kein Geld. Geld ist mir egal. Das hat er wieder in irgendeinem scheiß Film aufgegabelt. Und jetzt aber halt, wenn es wirklich um konkrete Situationen, um die Praxis geht, dann auf einmal ist Geld doch wichtig, dann fällt es ihm doch wieder ein. Dann kommen die daher, ja, tja, wenn du nicht reagierst, dann ja, sorry, aber tschüss. Na, Ja, super. aber du, also, Das Moment fand ich mal. schon. Warte, Naja, ich schau dir muss. mal den Mordraum an. Ja, ich schaue mir den Motor an und das war. Also, ein Punkt zum Beispiel, du hast halt irgendwo gesagt, Moment. Was ist daran nicht zu verstehen? Du meidest Haterin und Leute, du meidest Hater und Leute, die mit Hater abhängen. So, und das war halt jetzt so der Punkt, wo halt alle, und ich habe dazu ja noch voll viel geschrieben, und danach hast du mir auch eine Anfrage geschickt wieder, so, wo wir uns dachten, so, wie, what the fuck, wir hängen mit Wafi ab, so, Wafi gehört halt zu uns, wir wissen, du hast Stress mit ihr, ich persönlich fand das jetzt auch irgendwie kindisch, dass sie irgendwie alle bannt, aber ist mir auch egal, ich fand es auch irgendwie komisch, dass sie euch angebieft hat, aber ist mir jetzt auch scheißegal. Ich hatte übrigens nicht gewusst, dass ihr mit der dann noch rumhängt. Ich wäre jetzt aber auch nicht so gewesen, dass ich euch irgendwas versuche zu verbieten oder so, Ja. weil das wäre nämlich auch kindisch, meiner Meinung Ja, nach. ist ja klar. Aber ich habe letzten Endes nicht gewusst, dass ihr mit der noch rumhängt. Hätte ich das gewusst, wäre das für mich ja nicht so eine Bombe gewesen. Man Okay. muss es so vorstellen, ich sitze hier so rum, schneide die ganze Zeit mein Zeug, bin komplett darauf konzentriert, komme dann raus. Quatsch mit den Leuten, wollte halt eigentlich darauf hinaussteuern, weil ich ja eigentlich vorher geschrieben gehabt hatte, ob sie sich das anschauen wollen. Bin davon ausgegangen, dass sie auch deswegen im Raum sind, weil eben den ganzen Tag sonst der Raum leer war. Sitzt dann da ein bisschen und dann habe ich die ganze Zeit diese nervige Stimme im Ohr, wo mich irgendjemand dumm anpflaumt. Das ist auch so ein Ding, da musste ich eben schon gerade dran denken. Rainer, der redet ja auch, also wenn er darüber spricht, wie er mit anderen Leuten interagiert, dann ist es ja sehr oft so, dass er andere Leute in so ganz grellen oder komischen Stimmen nachmacht. Also wenn er dann ein Argument wiedergibt, was von jemand anderem kam, oder diese Hater-Stimme, die in seinem Kopf ist, und dann so, ja, das hast du aber schon gesagt, oder so, dann macht er halt so eine blöde Stimme, um die Leute so, ja, direkt hier den Brunnen zu vergiften sozusagen und direkt die Leute ins Lächerliche zu ziehen. Ich
frag mich dann aber teilweise, nimmt er das so wahr? Hat er so einen Sprachfilter im Kopf, dass wenn jetzt jemand zu ihm kommt und sagt, ja, Rainer, vielleicht solltest du jetzt einfach nicht rausgehen, die Leute anschreien, weil dann haben die auch nichts, keinen Grund, um zu dir zu kommen. Und dann hört er irgendwie so, das ist, wie es gesagt wurde, und dann hört er irgendwie, vielleicht solltest du nicht rausgehen oder so, halt irgendwie sowas. Weil das so ausgeprägt ist irgendwie bei ihm, da müsst ihr mal drauf achten. Also er hat wirklich, ich habe manchmal das Gefühl, er lebt in einer Parallelwelt so in dem Sinne, wie er insbesondere Stimmen wahrnimmt. Und dann denke ich mir so, warte mal, irgendwo erkennst du das doch, diese Art von angepflaumt zu werden. Und dann schaue ich so und dann merke ich halt, dass No Face im Raum ist. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass es Waffi ist. Dann habe ich mir halt gedacht, what the fuck, warum ist Waffi jetzt hier, weißt What the du? Und fuck? pflaumt sie mich wieder so richtig dumm an. Wie beim letzten Mal, weswegen ich aus dem Discord rausgegangen bin. Und das war halt auch unter anderem der ausschlaggebende Punkt dafür, warum ich mich so aufgeregt habe. Weil die dann halt da abgegangen ist wie Sau, mich wieder angepflaumt hat. Auch mein Zeug schlecht gemacht hat, von wegen, ja, das ist so und so schlecht und da musst du das und das noch machen. So ungefähr. Dann habe ich mir auch gedacht, what the fuck ist denn falsch mit dir, ey? Was geht mit dir ab? Aber sowas ist halt so eine Sache, weißt du? Und ich durfte mir dann halt von, ich weiß nicht, das waren 8 Leute oder was im Raum und von ungefähr 4 oder was oder 5 durfte ich mir dann anhören, dass ich der Depp bin und also so haben sie es nicht gesagt, aber so kam ich mir dann halt auch vor. Dass ich der Depp bin, weil sie halt auch dazu gehört und sie auch was zu sagen hat und ich habe sie nicht aus dem Raum zu werfen und was noch ich, was weiß ich noch alles. So. Und bin dann richtig angeschrien worden, auch von manchen. Vor allem dann spezifisch von ein, zwei Mädels, speziell Mila und Wobo haben mich ziemlich angeschrien auch. Und mir auch gedacht habe, what the fuck ist falsch mit euch? Ich hätte gern, glaube ich, einen angepflaumt Counter jetzt für die letzten paar Minuten gehabt und einen What the fuck Counter. Ich glaube, er hat jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal gesagt, dass, weil ich glaube, er hat es ganz am Anfang auch schon mal gesagt, dass die Leute ihn richtig angeschrien haben in dem Discord. Sie haben ihn hemmungslos niedergebrüllt. Das würde ich mir auch noch mal im Hinterkopf behalten, weil da irgendwie jetzt, also im Moment spricht er ja nur mit diesem einen Typen. Da erzählt er noch diese Version von der Geschichte, aber das wird sich auch noch ändern. Dass ich da abgehe wie Drecksau, das ist ja, glaube ich, nachvollziehbar oder sollte zumindest nachvollziehbar sein, speziell nach dem, was sie angestellt hat. Und das Geile war ja dann, dass ich mir noch anhören darf, wie kindisch ich bin, weil ich mich da so aufrege und alles und wie kindisch ich bin, dass ich dann aus dem Raum rausgehe, ja, und meinen Stream beende, weil ich Haben die nicht das im will, Voice dass gesagt oder geschrieben? Weil ja, nee, das haben die gesagt. Die haben im Chat gesagt, dass ich mich kindisch verhalte. ja, im Chat, also Mod-Chat meinst du jetzt, ne? Im Gelaber, im Raum, das war alles noch Okay. im Raum, das war alles noch in deinem Discord drüben, in dem Raum zum Labern. Okay. Haben die mir gesagt, wie kindisch ich mich verhalte und wie kindisch ich bin. Das haben sie dann später, glaube ich, auch noch im Mod-Chat geschrieben, ich bin mir aber nicht sicher Ja, gerade. das war, ich hatte extra gefragt, weil das Mod-Chat bezieht sich darum halt, dass du irgendwie nicht mehr quatschen willst und blockst. Aber Ja. jetzt, also ich sag dir jetzt halt, stell dir einfach mal Folgendes vor. So, ich bin gar nicht richtig am Start. Ich war ja irgendwie den ganzen Tag abwesend. Bekomme den Streit mit. Schreib dir einen riesen Text, dass ich einfach nur will, dass ihr entweder euch aus dem Weg geht oder das klärt. Mir ist es scheißegal. Nur, dass ich oder wir andere nicht reingezogen werden. Und dann kriege ich keine Antwort. Okay, gut, du hattest viel Stuff mit deinem Dragon Monday zu tun. Und dann bekomme ich halt einen Tag später eine Einladung zu einem Server und dann steht So mal ganz beiläufig. Ich finde das auch bemerkenswert, dass der Dragon Monday, an dem gearbeitet wurde, also ihr könnt ja mal gucken, das waren dann halt die Dragon Mondays jetzt im Januar, schätze ich, an denen gearbeitet wurde. Also, dass das so hochstilisiert wird zu, boah, da musstest du halt richtig ranpacken, da hast du keine, ja, also da hattest du jetzt keine Zeit und keinen Nerv, um irgendwie sowas zu kümmern wie andere Leute oder so, die dir auch die ganze Zeit helfen. Das ist ja Quatsch. Also, das verstehen wir schon, dass du an diesem unglaublich aufwendigen Megaprojekt Dragon Monday weiterarbeiten musst. Also, wenn man das jetzt die ganze Zeit in dem Gespräch hört, wenn ich jetzt nicht wüsste, was das ist, dann würde ich mir halt vorstellen, dass da so eine super Show
abgefeuert wird mit sonst was für eine Vorbereitung. Und dann am Ende steht er halt da und liest irgendwas vor von Filmen, die er selbst nicht gesehen hat. Die Meinung von irgendjemandem, den keiner kennt. Und lauter so ein Schwachsinn. Also dieser Kontrast einfach zwischen dem, wie es, was da wirklich rauskam und wie darüber gesprochen wird, der ist schon bemerkenswert. Da, so hier, ich weiß nicht, was du geschrieben hast. Das ist ein Server für Dragon Monday Meinungen. Und ich Ja, dachte mir halt so, ja, warte, warte, ich dachte mir halt so, Alter, willst du nicht irgendwie was sagen? Willst du nicht vielleicht sagen, Entschuldigung, ich bin ausgerastet? Und das ist halt so, das hat mich, ey, so, keine, also. bei dir wusste ich nicht, wofür ich mich entschuldigen sollte, wenn ich ehrlich bin. Fürs Weil mit dir habe ich Freunden ja und kein. ignorieren? Ja, ich habe dir die Anfrage ja wieder geschickt. Ja, aber ich weiß, ey, also. Also bei dir habe ich, sehe ich nicht ein, warum ich mich entschuldigen müsste, groß, weil ich habe dir ja nichts getan. Mit dir habe ich keinen Beef, deswegen hast du wieder eine Anfrage gekriegt. Aber den Wichser, der Beef habe ich mit den Hinterhältse, anderen gehabt. der Vor allem mit Hurensohn. denen, die mich an. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das so ist, wie ich das wahrnehme. Aber ma also so wie ich das verstehe, ist dieser Typ, mit dem er redet, der ist schon irgendwie im Discord oder wo auch immer mit den restlichen Mods und die hören das auch im Hintergrund. Und hier ist halt Rainer, geht wieder in seine Ansprache, warum er sich nicht entschuldigen muss. Er hat ihn dann ja wieder, er hat ihn dann ja wieder eine Anfrage geschickt und so. Und deswegen wäre das okay. Und dieser andere Typ, der wird so sauer, dass er sich da wahrscheinlich, entweder hat das Rainer nicht gehört, weil er so in sein eigenes Gelaber vertieft war, oder der andere Typ hat sich halt stumm geschalten. Aber ich werde es jetzt nochmal abspielen. Man hört halt, wie der Typ richtig in Wut auf den Tisch haut und sagt, dieser Hurensohn. Und ich glaube, man hört dann auch noch Azog, wie er irgendwie sagt, bliert oder so. Oder ja, also ich spiele es nochmal ab. Getan. Mit dir habe ich keinen Beef, deswegen hast du wieder eine Anfrage gekriegt. Aber den Wichser, Beef habe ich mit den Hinterhältse, anderen gehabt. der Vor allem mit Hurensohn. denen, die mich angeschrien haben. Ey, bleh. Du musst. Ja, genau. Also. Es ist einfach witzig, wie Rainer einfach so seelenlos, ja, seelenlos vielleicht auch, aber seelenruhig weiterlabert. Der Typ, boah, dieser Wichser, Alter. Hurensohn. Blian. Also, es ist einfach, es ist witzig, weil, also ich gönn's halt diesen Leuten auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, weil, wie kann man sich das denn monatelang vorher schon geben? So, dass sich die ganze Zeit, also einerseits ist es halt total bescheuert, sich die ganze Zeit so um Rainer rum zu versammeln und ihm aus welchen Gründen auch immer, ihm so wohlgesonnen wie möglich rüberzukommen. Und andererseits ist es fast schon ein bisschen halt beeindruckend, weil ich hätte diese Geduld, glaube ich, nicht. Mir würde einfach der Kragen platzen. Und hier sieht man es ja auch, selbst diese Leute, die das monatelang mitgemacht haben, die müssen sich stumm schalten, nochmal, oder ja, also ich vermute, die müssen sich stumm schalten, um einfach mal kurz Dampf abzulassen, weil es nicht zu ertragen ist, dieser Scheiß. Unfassbar. Lass es mal aus meiner Warte sehen. Das ist nicht böse gemeint, dass ich dich entfreundet gehabt hatte. Für mich ist es erst einmal so. Für mich ist es, du musst es so aus meiner Sicht sehen. Für Sehe es mich aus ist meiner es. Sicht. Ich muss nicht irgendwas aus einer anderen Sicht sehen, aber sieh es doch mal aus der Sicht von Moa, Rainer von Winkelstein. Leute entfreunden, nicht irgendwie eine Reaktion, die auf extreme Impulsivität zurückzuführen ist, sondern für mich ist das grundsätzlich Schadensbegrenzung erst einmal. Weil ich muss erst einmal gucken, wem kann ich vertrauen, wem nicht und was ist da aktuell Fall. Und Ja. deswegen hau ich erstmal die Leute Warte, ich bin noch nicht grundsätzlich alle fertig. raus, wo ich weiß, dass da irgendwie miteinander rumhängen. Und dann sortiere ich mir die Leute durch und lade die Freunde oder die Leute wieder in die Friendlist ein, wo ich denke, dass keine Scheiße passiert. Ja. Und die anderen, die ich nicht einlade, sind meistens die Leute, mit denen ich dann entweder nochmal was klären habe oder die für mich einfach vorbei sind. Ja, aber also genau das ist der Punkt. Du hast mir jetzt eine super Erklärung geliefert. Und die hat mir total gefehlt. So, du sagst, sehe es aus meiner Sicht, aber ich kannte deine Sicht nicht. Naja, ich Also bin ich davon muss ja, ausgegangen, dass ich man den muss, kennt. ja, nee, also ich muss. Also ich bin ja nicht narzisstisch, aber ich gehe schon davon aus, dass alle die Gedanken, die ich mir irgendwie mache, dass die auch haben.
Und dass die das automatisch verstehen können, weil eigentlich dreht sich die Welt ja schon um mich, oder? Naja, Also ich fühle mich wenn man so. meine Vergangenheit kennt, ist es ja eigentlich nicht ungewöhnlich, dass man sowas macht. Also ich weiß ich nicht, ich habe auch eine komische Vergangenheit und hätte es halt nicht so gemacht. Ich hätte wenigstens. Ich hätte. Ja, Und aber wenn ich ein du Arschloch hast auch gewesen nicht wäre, tausende. ja, Ja, aber warte. du hast doch nicht tausende Leute im Internet, die mit dir. Du hast keine 8 beschissenen Jahre gemacht. Du warst nicht dem Hass und dem Mobbing ausgesetzt, wie ich es war. Noch so kleinen Scheiß versuchen, dich in irgendeinen Scheiß reinzudrücken. Ja, Du musst also es so sehen. ich kann, wir müssen uns jetzt nicht messen, wer es schlimmer hatte, ist auch. Nee, das hab ich nicht gemeint, sondern. Ja. Nee, das Schlimme habe ich nicht gemeint, sondern ich meinte die Variante bei mir, musst du bedenken. Wenn ich Ja. im Internet mit jemandem befreundet bin, dann versuchen die mich auf diese Sachen sofort fokussieren und festzunageln. Darum geht es mir. Deswegen Schadensbegrenzung in dem Fall. Also das, was. Also ich hab, also ich fühle mich so, wenn nochmal irgendwas ist, wo du dir nicht sicher bist, dass ich irgendwie cool mit dir bin oder Azog oder wer hilft dir noch ganz gut? Der Kane zum Beispiel, Ah, dass der wir gute jederzeit Kane. erstmal ausgeschlossen werden, irgendwann wieder später von dir zum Beispiel zurückgeholt werden, aber halt keine Erklärung haben. Und diese Erklärung, so, wenn du nur in den Modraum geschrieben hättest, ey, passt mal auf, ich habe jetzt keine Ahnung, wen ich vertrauen soll, ich mache Schadensbegrenzung, das war's, ich kümmere mich später darum, dann wäre halt wirklich alles cool gewesen. Und das war halt so der Punkt, weswegen ich mir dachte, so Alter, ich mache stundenlang Intros, werd weggeworfen, werd aufgehoben und hab halt keine Erklärung. Und dieser. So, und jeder Mensch, der halbwegs beisammen ist, der hätte jetzt hier die perfekte Möglichkeit gehabt zu sagen, ja, du hast recht, an dieser Stelle war ich zu emotional, sieh es mir bitte einfach nach, das ist, und da kann man dann vielleicht auch ein bisschen damit argumentieren, ein bisschen in Maßen, ja, also die Menge macht das Gift, sagt man ja. Okay, ich bin halt ein bisschen übervorsichtig und auch überemotional in solchen Situationen, aber ich werde versuchen, in Zukunft zumindest das zu erklären, mich zu erklären, damit ihr nicht einfach so da ohne irgendwas dasteht und euch so verarscht fühlt. Hier wäre der perfekte Moment, um einfach so dass beides Seiten auch noch halbwegs okay oder nachvollziehbar dastehen. Da könnte man sagen, ja, ist halt eine besondere Situation für mich, aber ich verstehe das jetzt, wo du es mir erklärt hast, wie das, dass das für euch irgendwie verletzend oder problematisch war. Und ich versuche mich da in diesem Sinne besser zu verhalten in der Zukunft. Und jetzt sehen wir die Rainer Winkler-Version. Erklärung, diese 2 Sätze vielleicht, die du hättest schreiben können. So, die fehlten mir halt voll. So, und das, keine Ahnung, das hat mich halt so voll abgefuckt irgendwie. Hier seht ihr übrigens, weil er ihm nicht reinlabert und er hat gehustet, er ist gerade am Rendern. Jetzt überlegt er sich gerade seinen nächsten Schritt des Masterplans. Also nicht nur mich, das haben halt viele abgefuckt. Ich weiß nicht, wer alles. Also, der Kane war mega traurig. Azog war richtig geladen oder ist geladen. So, weil er das. Ja, also es ist keine Ahnung, also ich weiß nicht. So, kannst du mich da irgendwie nachvollziehen? Ich kann das durchaus nachvollziehen. Das Problem ist für mich halt immer da. Das ist auch noch eine schöne Sache an dem Video. Die könnt ihr so ein bisschen im Auge behalten. Rainer wird während des Videos durchaus einige Male dazu aufgefordert, zu einer Aussage zu stehen oder sich zu entschuldigen oder wird gefragt, kannst du das nachvollziehen? Und jedes einzelne Mal, ohne Ausnahme, sagt er sowas wie, ja, das kann ich nachvollziehen. Kein Punkt, sondern Komma. Aber, jedoch, du musst auch bedenken, dass er schafft es nicht, einfach einen fucking Punkt zu machen. Ein einziges Mal. Ich glaube, ich würde vom Stuhl fallen, wenn das mal passieren würde, wenn er einfach sagen würde, ja, das kann ich verstehen. Das ist nachvollziehbar. Jedes einzelne Mal ist mir fehlt gerade das Wort, also einfach diese Zusage sozusagen an sein Gegenüber, dass er das nachvollziehen kann oder diese Entschuldigung oder was auch immer,
Eingeständnis, das Wort hat mir gefehlt. So dieses Eingeständnis ist jedes Mal nur eine Überleitung, um weiter zu motzen, zu meckern und zu sagen, warum er doch nicht schuld ist. Jedes einzelne Mal. Die Sache ist halt vor allem auch die, ihr wisst alle, und wie gesagt, ich will nicht irgendwie mich messen, ne, dass du das falsch verstehst. Doch, willst Ihr du. wisst alle, was ich alles durchgemacht habe, oder zumindest wisst ihr viel von dem, was ich durchgemacht habe. Und ich habe eine gewisse Art an Erfahrung. Und diese Erfahrung, die ich habe, die triggert vor allem bei gewissen Situationen, wenn Sachen passieren, wo mir dann auffällt, das und das und das. Und dann schaltet sich bei mir im Gehirn irgendwo ein Punkt ein, das ist schwer zu erklären, wo dann sagt, die Person ist der Teufel, um es immer beknackt auszudrücken. So, und ich habe dann unter anderem gesagt, dass ich Waffi für eine NWO-Person halte, aus verschiedenen. So, und das ist nämlich gar nicht schwer zu erklären. Das ist auch das, worauf ich am Anfang diesen etwas längeren Teil, also wo ich über etwas längere Zeit versucht habe, meine Ansicht darüber zu erklären. Das ist es nämlich. Was er meint mit, dass er diese Person als der Teufel sieht, ist einfach irgendwas passiert, worauf ich jetzt gerade nicht so Bock habe. Das ist das, und das ist nicht schwer zu erklären. Und das wird dann eben gerechtfertigt mit dieser Erfahrung, die er hat, die er nicht so richtig erklären kann, weil es da nichts zu erklären gibt. Das hat keine Regeln, das hat kein Grundsatz, auf den sich berufen wird, sondern es ist einfach, mir gefällt das nicht, und dann stütze ich mich auf dieses wabernde Konstrukt namens meine Erfahrung von 8 beschissenen Jahren. Gründen und weil mir mein Gefühl das sagt. Und dann heißt, und dann hat Ja, oder mein Gefühl, dass mir das sagt, so. plötzlich, dann wurde sich unter anderem auch darüber lustig gemacht, beziehungsweise wurde ich dumm angemacht aufgrund meines Gefühls, das ich habe und Ja, sagt, zu und dann Recht. meint, ich weiß nicht, ob es jetzt Wobo oder Mila oder jemand anders war von den Mädels, das war auf jeden Fall eine von den Mädels, so, ja, und dann habe ich jetzt auch das Gefühl, dass du auch NWO bist. Und dann denke ich mir, Genau, das ist an dieser Stelle interessant, weil dann dieses ist ja so ein bisschen Pokern. Also er kommt dann mit dieser Argumentation und natürlich die Gegenseite sagt dann in welcher Form auch immer, okay, wenn du jetzt einfach alles mit deiner Lebenserfahrung legitimierst, dann kann ich das ja genauso machen. Du kannst ja genauso wenig in meinen Kopf reingucken, wie ich in deinen Kopf reingucken kann. Ja, euer Excel. Und das ist halt das, wo dann Rainer richtig sauer wird, weil er dann merkt, okay, das funktioniert hier irgendwie nicht, was ich, dieses Konstrukt, mit dem ich bisher, also mit dem ich zumindest in meinem Kopf immer gut weiterkomme, warum wird jetzt hier gegen mich argumentiert? Ich habe mit meiner geilen Erfahrung geprotzt. Niemand von euch hat 8 beschissene Jahre durchgehalten. Was ihr für Lebenserfahrungen habt oder für Ansichten, ist mir doch scheißegal. mir so, what the fuck? Es ist doch nachgewiesen, dass ich da recht zuverlässig bin. Ich habe auch mich schon getäuscht, ja. Das gebe ich auch zu, dass ich mich auch täusche, aber meine Fehlerquote liegt bei etwa 10%. Ich würde sagen, so 1% höchstens. 0,1%. Ja, es ist nachgewiesen. Da haben wir wieder den geilen Begriff am Anfang. Also der ist wirklich einer meiner Favoriten so ein bisschen. Er tut halt so, als wäre sein Gefühl, wie er es auch selbst formuliert hat, wer ein Hater ist und wer nicht, dass das eine etwas Handfestes ist, mit dem man auch wirklich argumentieren kann. Und er versucht, seine eigene unreflektierte Emotionalität zu etwas zu erheben, was es nicht ist. Und zwar einem Fakt. Fakt ist, bla bla bla. Und ich hatte die Sachen ja immer wieder vorausgesagt, nicht nur mit Krankschein, Entschuldigung, falsche Person, mit Kevin, als auch damals mit Waffi, hatte ich auch vorausgesagt, da kannst du vor allem Kane und da kannst du Kane und Otter fragen, das wissen einige von euch gar nicht, weil ich das kaum jemandem gesagt hatte damals, als ich damals aus dem Rudel rausgegangen bin, ne?
hatte ich damals, bin ich auf meinem Discord gewesen im Raum. Und dann war irgendwie Otter da. Ich vergesse immer ihren Namen. Wie heißt das eine Mädel? Schreib es. Mit der Ziege, die mit der Ziege. Balnoria. Bei Noria. Also Kane, bei Noria, Mila und Otter waren dann da. Und da habe ich unter anderem eben gesagt, dass ich zwei oder drei Personen verdächtige, Hater zu sein, von meinem Gefühl her. So. Und die erste Person, die ich gesagt habe und wo ich auch gesagt habe, dass es bei der Person am wahrscheinlichsten ist und ich das wirklich am hundertprozentigsten finde, dann ist es eben auch Waffi. Und das ist Waffi auch gewesen. Denn am nächsten Tag hat sie die Scheiße abgezogen, weil ich nicht gesehen hatte, dass die mit einem zweiten Account mit einem anderen Namen drinnen ist. Und dann, ja. Und das hat sich aber das war erwiesen. Und auch die Sache, beim Gefühl, wo ich gesagt habe, bei Kevin, ich habe ja sogar, du musst es ja mal so sehen, ich habe ja bei Kevin sogar vorausgesagt, dass Kevin im Endeffekt ein Video machen wird. Das war ganz am Anfang noch, wo ich gesagt habe, er wird irgendwann ein Video machen, wo er sagt, ja, es war ein Fehler und dass ich lüge und so in die Richtung. Ich habe ja fast genau das, was er abgezogen hat, habe ich ja als auch noch gesagt gehabt. Und genauso ist es dann. Das ist halt so eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn du einfach so scheiße bist, dass selbst, also es gibt einerseits Leute, die kennen dich schon so gut, dass wenn sie mit dir in Kontakt treten, dass sie dich sowieso schon hassen. Oder es gibt Leute, die meinen es gut mit dir und die werden dann damit konfrontiert, wie scheiße du bist, und die hassen dich dann auch. Und wenn du dann einfach schön breit streust und sagst, und hier die, nee, das, die Analogie bringe ich jetzt nicht, aber wenn du jetzt einfach sagst, der ist ein Hater, der ist ein Hater und das einfach schön ausbreitest, ja, natürlich hast du dann Treffer. Aber das ist nichts, worauf man stolz sein kann, sondern das zeigt einfach, wie unangenehm du bist. Auch gekommen. Ich habe mich auch in der Vergangenheit schon getäuscht. Ich habe bei einem Kumpel, mit dem ich heutzutage Musik mache, auch mal gedacht, was das für ein Arschloch ist so. Und ich bin heute, es ist einer meiner besten Freunde so. Ne? Also wie gesagt, es gibt auch Sachen, wo ich mich täusche, aber im Normalfall ist das halt nicht der Fall. Und das ist halt sowas, was mich dann ein bisschen ärgert, weil. Das ist übrigens auch so eine Strategie von ihm, dass er ein Eingeständnis macht. Das ist dasselbe wie bei, ja, ich habe einen großen Fehler gemacht, das war meine Adresse. Und hier, ja, also einmal habe ich mich schon geirrt, aber sonst irre ich mich nicht. Das ist so dieses eine kleine Zugeständnis, den Leuten hinschmeißen, um sich selbst als selbstkritisch und reflektiert darzustellen, auch wenn man es halt überhaupt nicht ist. So. Und wenn man dann auf irgendeinem anderen Fall kritisiert wird, außer an dem einen, den er genannt hat, dann kann man es auch schon wieder, da wird er niemals irgendwie Zugeständnisse machen. Ich denke aber, dass das eben, also könnte ich mir vorstellen, dass das so eine typische narzisstische Strategie ist, dass man ein Zugeständnis macht und versucht, sich eben damit rauszuwinden. Und das macht Rainer halt sehr plump und er macht es ständig. Und das ist auch einfach nur nervtötend. Auf mich halt nie einer hört. Und das meine ich jetzt nicht nur bei euch, sondern generell. Ja, egal was ich voraussage, damals in meiner Firma, wo ich gesagt habe, ja, wir sind die Ersten, die fliegen. Ach du spinnst, wir machen doch am meisten Kohle in der Abteilung. Die Ersten, die rausgeflogen sind, sind wir gewesen. Und das. Merkt ihr eigentlich, dass Rainer immer gut darin ist, hervorzusehen oder hervorzu. Mein Deutsch lässt gerade nach. Ja, zu antizipieren, keine Ahnung, halt, ja, doch hervorzusehen, halt, ihr wisst, was ich meine. Mir fällt gerade wirklich. Egal. Er kann das immer, wenn es darum geht, dass irgendetwas, woran er beteiligt war, schief geht. Er kann voraussehen, das war das Wort. Sobald man anfängt, weniger drüber nachzudenken, dann kommt einem das Wort irgendwie. Das Gehirn ist manchmal ein bisschen komisch. Er konnte voraussehen, dass seine Abteilung dicht macht und er konnte voraussehen, dass Leute ihn hassen. Vielleicht kann er auch noch voraussehen, dass er noch größere Schulden hat irgendwann oder dass seine Gesundheit langfristig nicht gut sein wird. Das sind super Eingeständnisse und komisch, dass die alle zutreffen. Das ist halt immer so. Jeder sagt immer, ich spinne, ich bin verrückt oder ich träume oder was weiß ich. Und dann hinterher stellt sich aber heraus, in 90% der Fälle, dass ich recht hatte. Und ich stelle mich dann aber nicht hin und sage, oh ja, ich hatte recht. Sondern ich Doch, genau das machst du gerade, du Depp. denk mir dann halt meinen Teil. Aber es ist halt wirklich schon oft passiert. Und
Jetzt habe ich einen Faden verloren, worauf ich hinaus wollte. Sorry, jetzt texte ich dich hier voll zu und weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, eigentlich letzten Ja, Endes. warte, dann will ich zu dem Punkt nochmal. Dann bitte halt mal kurz die Schnauze und hör auf, deine komischen hier Gedanken, deine Gedankengespinne ziellos herumzuführen und lass uns einfach mal zum Thema zurückkehren, bitte. Was sagen? Also erstmal zu dem zu der Wafi-Thematik. Wie gesagt, erstmal gut, klar, du hast dein Gefühl und es hat sich auch bewahrheitet, aber das ist halt nicht die Sache, die halt einen sauer gemacht hat. Und Nee. was halt noch so der Punkt ist, Nee. fuck, was war das jetzt? Genau. Das ist aber jetzt eine Sache, die mich nicht zu interessieren hat. So, das kannst du, wenn du willst, mit Wafi klären, aber ich denke nicht. Aber das stoßen bestimmt halt auch ein paar andere von dem Rudel so auf. So, es gab ja vorher schon Streit. Und Ja, es war halt vorher. Ja, und ich habe versucht, diesem Straßenweg zu gehen, deswegen bin ich auch nicht mehr auf dem Rudel. Nee, ich. Ne? Warte, lass mich mal. Also, mir fällt da ein spezielles Beispiel ein. Mir war das damals egal. Und ich persönlich habe es zum Beispiel damals nicht als Angriff gesehen, wo. Oh, wie war das? Wo. Buffy sagte, dass der Film Joker ein normaler Film ist und du sagtest, nee, Joker ist DC und ich schaue kein DC oder irgendwie sowas war da. Und das war halt auch irgendwie mega die komische Reaktion. Ich fand es auch komisch. Du bist, glaube ich, dann damals auch aus dem Raum gegangen. Und wie gesagt, mir ist euer Streit egal. Nur, also das war auch damals schon komisch und ich kann, also ich, worauf ich hinaus will, ich glaube nicht, dass Wafi eine Haterin ist. Ich glaube einfach, dass sie abgefuckt war, weil das war voll das Rumgedisse gegeneinander. So, was. Diese Situation ist so dumm. Sowas gibt es wirklich nur im Drachengame. Also, wenn man sich das anhört, weil, also dass diese Situation eskaliert ist, weil eine Person hat gesagt, das ist ein Film von DC, und die andere Person hat gesagt, ja, das ist ein regulärer Film, halt mit Figuren von DC oder was auch immer. Und das führt dann dazu, dass er aus dem Raum geht. Unfassbar. Irgendwie auch jetzt verständlich ist, dass man da irgendwie dann ausrastet. Gut, dass sie jetzt vielleicht den ganzen Discord-Band ist jetzt vielleicht nicht so verständlich, klar. Die Sache bei Buffy ist halt, dass sie sich extrem kindisch verhält, was das angeht, Das. weil ich sag halt, dass ich halt meine Meinung habe und so und sag halt, ja, ich finde das halt, jetzt zum Beispiel mit dem Joker, ich weiß auch noch mal genau, was da war, ich weiß, dass da was war, aber ich halt gesagt, so, ich mag halt kein DC und so und DC finde ich halt scheiße, mit wenigsten Ausnahmen so. Und da geht es dann mehr um den Schauspieler, wie zum Beispiel bei dem Aquaman, aber gut, das ist was anderes. Und das ist halt so meine Meinung, so. Ja, Und ja, dann ja. geht die halt, voll ab und geht mir dann voll auf den Sack mit irgendwas. Und ich sag dann halt die ganze Zeit so, ja, es ist halt meine Meinung, lass halt meine Meinung, nee, es ist so und so, und dann geht die voll auf mich ab. Weißt du? Und das ist halt so das, was ich halt nicht packe. Weil letzten Endes ist das halt auch ein total kindisches Verhalten. Ich sag halt meine Meinung, und das ist aber jetzt nicht nur bei ihr, sondern bei vielen Fällen auch in meinem Leben. Ich sag halt es geht um irgendein Thema, ich sag meine Meinung, und irgendwie fühlen sich dann immer alle gleich angegriffen, weil ich halt meine Meinung deutlich sage, ne? Ich sag halt nicht so, oh, naja, ist halt ein schlechter Film. Und dann ignoriert es halt jeder so. Ich sag halt deutlich, ja, der Film ist scheiße. So. Das hier ist auch eine relativ interessante Aussage aus zwei Gründen. Zunächst mal hat man hier ja den relativ eindeutigen Doppelstandard. Einerseits sagt Rainer, okay, ich bin jemand, ich sag meine Meinung einfach gerade heraus. Das hat er auch schon öfter an sich als etwas Positives dargestellt. Ich bin jemand, ich habe keine Angst, Sachen einfach auszusprechen, wie sie sind. Ich habe einen starken Charakter, ich hau das einfach so raus. Und wenn ich den Film scheiße finde, dann sage ich nicht, der ist vielleicht nicht ganz so gut, sondern ich sage, ich finde den scheiße. So, das stellt er wie gesagt, als eine Charakterstärke im Prinzip dar. Gleichzeitig nimmt er das aber, wenn dann jemand anderes einen ähnlich, ich sag mal, intensiven Tonfall hat oder halt eine ähnliche Art, Sachen konkret zu benennen, dann ist das auf einmal, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er es genau gesagt hat, halt voll das Rumgeschreie und Gepflaume und ist eine schlechte Charaktereigenschaft. Also das ist sowas so Offensichtliches, dass man halt wirklich sieht, dass da nicht
viel Reflexion da ist. Weil dafür muss man eigentlich nicht wirklich super gescheit sein, um zu sehen, okay, um es ganz simpel auszudrücken, wenn ich austeile, dann muss ich auch einstecken können. Ja? Es gibt Leute, die sagen jetzt zum Beispiel, ich bin selbst ein bisschen sensibler und dementsprechend äußere ich mich auch sensibel, weil ich so behandelt werden will. Und es gibt Leute, die sind halt ein bisschen, ja, ruppig oder die sind ein bisschen direkter, aber die müssen dann eben auch damit umgehen können, wenn dann was Direktes zurückkommt. Und Rainer will halt praktisch beides. Er will das Beste aus beiden Welten. Und das ist eben auch so ein klassischer Grund, was ihn einfach so unsympathisch macht und so schwer zu ertragen. Eine andere Sache, die ich noch relativ interessant finde, die werde ich jetzt nicht mehr so zusammen bekommen, wie ich es gern würde. Falls ihr das noch besser auf der Kette habt als ich, dann könnt ihr das auch gern kommentieren. Und zwar hat er jetzt ja noch gesagt, ja, also irgendwie, wenn ich mich äußere, dann kriegen die Leute das immer in den falschen Hals. Oder wenn ich was sage, dann sind die Leute immer motzig und genervt von mir, obwohl ich einfach nur meine Meinung sage. Ich weiß nicht, warum das immer mich trifft, warum ausgerechnet immer, wenn ich was sage, alle so angepisst sind. Und das sagt er so ohne Ironie, ja. Das ist halt auch schon wieder so bescheuert, dass man sich nicht einfach mal fragt, warum ist es immer bei mir so? Kann es wirklich sein, dass ich aus einem Zufall von kosmischen Ausmaßen immer derjenige bin, der in der Situation ist, wo Leute alles in den falschen Hals kriegen? Oder, was vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher ist, könnte es sein, dass ich mich einfach auf eine Art äußere, die vielen Leuten vor den Kopf stößt. Und was ich jetzt meinte mit, vielleicht kriegt ihr das noch besser auf die Kette, mich hat es so ein bisschen an dieses Attributionsmodell erinnert. Ich weiß, da gibt es verschiedene von verschiedenen Autoren, noch verschiedene Versionen und so, aber so, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, war das ja so, dass es im Prinzip, also ihr könnt euch vorstellen, es gibt eine Situation, zum Beispiel, ihr kriegt eine schlechte Note in der Schule. Ja. Und dann habt ihr grundsätzlich drei Möglichkeiten zu versuchen, den Grund für diesen Misserfolg ja zu einer Kategorie zu attribuieren, also zuzuordnen. Das erste wäre, dass man einfach sagt, es liegt an mir, ich bin zu blöd. Ja, ich bin einfach nicht intelligent genug, um hier eine gute Note zu schreiben. Das zweite wäre, dass man es nicht intern bei sich sucht, sondern extern. Dass man sagt, ja, zum Beispiel der Lehrer, der hat das nicht gut erklärt, oder in der Prüfung kamen ja ganz andere Sachen dran, als ich gelernt habe. Und das dritte Modell wäre noch, oder die dritte Kategorie wäre, dass man sagt, okay, ich war jetzt heute einfach nicht gut drauf, ich war müde, das war jetzt eine Ausnahme. Und das liegt jetzt weder an mir im Allgemeinen noch an den Außenfaktoren im Allgemeinen, sondern das war jetzt halt heute einfach mal so, beim nächsten Mal läuft es bestimmt besser. Ich kenne das so, dass man dieses Attributionsmodell immer auf eine Situation anwendet. Aber jetzt muss man sich mal vorstellen, dass jemand immer und immer und immer wieder die gleiche Erfahrung macht und immer wieder die Erfahrung macht, Leute reagieren schlecht auf mich. Also das Ganze nie sich selbst zuzuordnen, sondern das Ganze immer bei externen Faktoren sieht. Irgendwie lande ich immer bei Leuten, die so schwierig sind. Irgendwie ist das immer der Fehler von den anderen. Mir ist es, also mir als Person ist es wirklich unbegreiflich, wie man jahrzehntelang durch das Leben gehen kann und es einfach, einem einfach nie dieser Gedanke kommt, vielleicht liegt das Problem bei mir, ja? Und dass man vielleicht nochmal eine andere Kategorie dieses Attributionsmodells erforscht, als dass es sind externe Faktoren, es sind die anderen, es sind die anderen, es sind die anderen, die verstehen mich irgendwie nicht.
Oder zumindest, dass wenn man, ich könnte mir vorstellen, dass Rainer schon das ein oder andere Mal der Gedanke gekommen ist, bin ich das Problem? Aber dann verfolgt er das eben nicht lang. Ja, jedenfalls runtergebrochen ist es wirklich für mich schwer nachvollziehbar. Wie kann man einfach nicht auf den Gedanken kommen, wenn ich immer wieder Probleme habe mit anderen Menschen, ständig, mein ganzes Leben lang, vielleicht mache ich irgendwas falsch. Und bei anderen Leuten würde ich sagen, wenn sie eine ähnliche Problematik haben, das muss ja nicht mal heißen, dass du ein schlechter Mensch bist. Es kann einfach sein, dass du vielleicht, dass da irgendwie ein Kommunikationsfehler ist oder dass irgendwas im sozialen Umgang so ein bisschen schief läuft, woran man auch arbeiten kann. Ja, es ist ja nichts Schlimmes, wenn man merkt, dass es da Probleme gibt im Umgang. Aber Rainer kommt nicht mal auf diesen Gedanken, glaube ich. Und wenn, dann wird er ganz, ganz schnell wieder weggeschoben. Und dann fühlt sich halt jeder angegriffen, der den Film gut findet. Weil ich halt eine Meinung zu dem Film habe und eine deutliche Meinung das auch ausspreche. Und das ist Ja, halt aber es. vor allem bei Buffy ist es halt ein Problem auch gewesen. Weil die dann halt voll abgegangen ist und ich lasse mich halt nicht dumm anmachen. Ja, also wie. Ja, also ich sag meine Meinung ganz klar raus und ich bin auch nicht so jemand, der dann da rum schwimmt und hier hinterm Berg hält, aber ich lasse mich doch nicht dumm anmachen. Gesagt, ich will mich da wirklich nicht einmischen. Ich, für mein Empfinden, also als Zuschauer war das komisch, weil ich fand jetzt nicht, dass das alles irgendwie normal gesagt wurde. Aber das ist mir auch jetzt erstmal egal. Was mir halt jetzt noch wichtig ist, so bevor ich jetzt einfach in Tramadol schreibe, yo, Drache will das klären, dass ich einfach jetzt nochmal sage, ich persönlich habe mich halt verletzt gefühlt und es tut mir auch leid, dass du dich gefickt gefühlt hast, so. Und was mich halt jetzt wirklich interessiert, tut es dir irgendwie leid, dass ich mich dadurch verletzt gefühlt habe, so. Das ist halt so der Punkt, der mich halt jetzt irgendwie interessiert. Durchaus. Durchaus. Aber für mich ist halt die Sache. Okay, erstens, das hier ist natürlich wieder Futter für den, ja, ich stimme dir zu, aber Counter. Aber vor allem, was, also ich habe diese Aufnahme hier ja schon mal gehört. Es ist einfach der Wahnsinn, mit was für einer widerlichen Arroganz er dieses durchaus sagt. Ich habe das jetzt noch von keinem anderen in den Kommentaren von dieser Aufnahme gelesen. Vielleicht ist das was jetzt nur persönlich ich so wahrnehme, aber er lässt den anderen ja nicht mal ausreden, sondern er kann es kaum abwarten, so sagen, durchaus, durchaus. So als würde er ihm so ein irgendwas hinschmeißen. Hier. Ja, ich geb dir das, das ist okay. Ich bin so gütig. Durchaus, ich verstehe das. Durchaus, oh, es ist einfach richtig ekelhaft. Punkt, der mich halt jetzt irgendwie interessiert. Durchaus. 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 Aber für mich ist halt die Sache, also dass du dich verletzt gefühlt hast, ja, das tut mir leid. Ich kann es aber auch irgendwo nicht richtig nachvollziehen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, um das gleich klarzustellen, das ist aber bei meiner Freundin momentan genau dasselbe, da habe ich auch ein bisschen Stress in die Richtung. Ich bin emotional eigentlich so gut wie tot, größtenteils. Ja, da haben wir es halt wieder. Hier. Ich habe gerade das erste Album von My Chemical Romance entdeckt und ich bin jetzt edgy. So in dem Stil. Das zieht sich halt auch durch das Gespräch mit dem. Ich bin emotional tot, Bruder. Ich hab so viel gesehen. Ich habe den Thousand Yard Stare. Das ist für mich gelaufen. Ihr erreicht mich emotional gar nicht mehr. Ich bin emotional tot. Ich kann es nachvollziehen, dass es dich stört. Tut mir auch irgendwo leid so, aber ich kann jetzt keine richtigen Gefühle damit in Verbindung bringen, wenn das okay ist für dich. Weil letzten Endes ist so die Sache für mich Wenn es halt, okay ist für dich. so emotional bin ich so gut wie tot. Es gibt halt nur wenige Sachen, die mich noch aufregen oder so. Verstehst du,
bescheuert erklärt wahrscheinlich. Rainer soll mal eine Liste machen mit Sachen, die ihn noch emotional erreichen, seiner Meinung nach. Ich glaube, das ist... keine Ahnung, ich wollte jetzt irgendeinen Joke machen, irgendwelche trashigen Animes mit so Liebesstories, ach egal. Also es tut mir auf jeden Fall leid, ja. Durchaus. Ja, tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich das anders erklären soll. Also ich will halt nicht, dass einer von euch sich angegriffen fühlt, so außer Waffi selber vielleicht, aber das ist, denke ich, auch nachvollziehbar. Genau, aber ich bin ja da auch extrem angepisst gewesen, was das Ganze angeht, so. Keine sonderlich gute Entschuldigung, nehme ich an. Ja, nee, ist es auch nicht. Gut, ich kenne dich jetzt nicht persönlich, ich weiß jetzt nicht, was für eine Wertigkeit das hat, so, wenn du aber, wenn du es halt verstehst, dann ist halt cool, so. Und das ist halt verstehen jetzt. Verstehen tue ich es, ja. Ja, und das ist halt jetzt der Punkt, weswegen halt wirklich alle irgendwie, also das, was ich dir jetzt gesagt habe, kannst du uns, kannst du mich oder die anderen nicht nachvollziehen, das ist halt die Sache, weswegen alle so mad sind. So, und ich finde, so, das, was wir irgendwie besprochen haben, oder vielleicht lassen wir auch die anderen reden. Ich schreibe jetzt einfach mal kurz Tramadol. Oder kann ich Einladungen schicken? Ich glaube nicht. Dann kannst du mir eine schicken, dann schicke ich dir jetzt einfach ein Tramadol rein und lass die halt kommen. Na, Moment. So, warte, ich schreibe noch kurz. Hier sieht man übrigens, wie der Mod-Typ wirklich aufpasst, wie er Sachen formuliert. Weil er wollte sagen, ja, dann schick mal die Einladung oder dann geht er schnell über zu in kannst du die Einladung schicken, so, weil er hat, glaube ich, Angst davor, zu sehr in Befehlston zu gehen, weil das Rainer wahrscheinlich auch schon triggern kann und ja, er fasst halt wirklich alles mit Samthandschuhen an, weil er weiß, dass er sonst vom Discord fliegen kann. Wegen Drache klären. Wie viele Sinsen? Ja, halt, also ich sehe, Kane ist online, krank, schön ist abwesend. Nee, ich meine allgemein, wie viele es ungefähr sind. Ich gehe jetzt davon aus, dass Rudel so, also 7. Ich weiß jetzt nicht, wer. Ja, mach mal 10. Ich weiß jetzt nicht, wer es lesen wird. Ja, 10 passt. Ja, mehr kann er halt nicht machen, weniger kann er halt nicht machen, weil es weniger sind 5. Ja. Hier. Die Spannung steigt. Okay, ich hab geschickt. Okay, es ist doch eher mein Kopfhörer, wie es aussieht. Was ist denn da los? Warte mal. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe auch ein Problem mit dem Headset. Keine Ahnung, vielleicht liegt es auch wirklich. Ich krieg gleich einen Anfall. Der eine Kopfhörer, den ich hab, der spackt total rum, weil das eine Ding rausgeht und der andere, da geht bloß eine Seite oder was? Was ist denn das gerade? Das ist, als ob der Pegel nur auf einer Seite aktiv ist gerade. Ich krieg einen Anfall. Alle schreiben okay, aber irgendwie kommt noch nichts. Hat mein Rechner eigentlich Bluetooth-Funktion? Nee, ne? Nee, weiß ich nicht. Brauche ich nochmal was für Bluetooth-Karte, oder? Ja, haben viele Rechner verbaut. Ah, haben die mittlerweile standardmäßig drin, oder was? Ja, also ich meine, mein Laptop, mein vorheriger, der relativ billig war, das ist auch, also theoretisch. Ja gut, das ist ja ein stationärer Rechner. Du kannst ja, trotzdem, du kannst ja, wenn du unten auf deine Benachrichtigung klickst, also unten rechts, das rechteste Icon, dann siehst du, ob du da ein Bluetooth-Symbol hast. Verbindende Produzenten, produzieren, VPN, das müsste über Bildschirm ausschalten, Position, ausschalten. Alle Einstellungen. Nee, also ich habe auf jeden Fall, wenn ich auf Einstellungen gehe, kann ich auf jeden Fall auf Bluetooth zugreifen. Ich höre dich mal kurz nicht.
Ich probiere mal kurz, ob ich das verbinden kann. Ich muss mal die Kopfhörer abnehmen. Hi, zur Info, der struggelt mit seinen Kopfhörern. Ups, ich habe gerade aus Versehen, falls jetzt so ein kleiner Ruckler drin war, ich habe aus Versehen auf den falschen Knopf gedrückt. Es läuft aber alles so weiter, wie es sollte. Ich wollte nur sagen, also man hat jetzt gemerkt, die letzten paar Minuten war so ein bisschen Hänger drin. Das sind jetzt so die Füller-Episoden gewesen, aber es geht jetzt auch wieder weiter und wir finden jetzt wieder den Spannungsbogen. Und hört uns kurz nicht. Okay. Okay. Die Crew Also ich habe mich kommt Servus. jetzt erstmal In den ausgesprochen mit ihm. Discord. Und ja, ich sag mal in Okay. Anführungsstriche, ich habe das gesagt, was mich belastet hat. Und hoffe auch, dass ich euren Punkt wiedergegeben habe. So, dass es einfach so darum geht, dass keine Erklärung da war. Er hat sich auch erklärt. Und jetzt haben wir halt gesagt, dass wir euch noch dazu holen, damit das mit dem Rest halt auch noch so vom Tisch jetzt erstmal ist. Gut, dann würde ich eigentlich als erstes vorschlagen, bevor wir hier irgendwie irgendwelche Anschuldigungen uns gegenseitig gegen den Kopf werfen, dass Drache erstmal seine Lage beschreibt. Also, wenn ich das Ganze hier mal moderieren darf zu Anfang. Wenn das okay wäre. Ich glaube, das wäre blöd, wenn wir alle im Raum sind und nur Drache dann sein Mann stehen muss gegen alle Leute, die ein bisschen knirschig auf ihn sind, das wäre scheiße. Also, ich wäre dafür, dass Drache Nee, erstmal er soll kurz einfach redet. reden, er wollte es ja jetzt klären, er soll einfach seinen Okay. Standpunkt jetzt sagen. Ja. Bist du da, Drache? Ja, wie gesagt, der Struggle mit Headset. Ich glaube, der hört uns gerade So, nicht. okay. Vielleicht hört er uns ja gar nicht. Ja. Oh, ich bin gerade echt nicht sicher, ob das funktioniert. Kannst du uns hören? Kannst du uns hören? Sekunde, ich stelle gerade was ein. Wenn das funktioniert. Bluetooth. Ist da kein dicker, fetter Anschaltbutton oder habe ich das einfach nicht? Infosender, was ist denn ein Infosender? Das ist rechts unten oder was? Genau. Kann es sein, dass es unter Verbinden ist? Nee, verbinden ist für Bildschirme etc. Ich bin mir nicht sicher, ob er das gerade macht, um die Situation weiter rauszuzögern und er versucht noch, sich irgendwas zusammenzurendern. Ist 50-50. Vielleicht ist er wirklich gerade zu blöd, um irgendwas um zu wissen, ob er Bluetooth hat oder nicht am PC, keine Ahnung. Aber es ist schon sehr, ja. Also man sieht, wie sehr er die Zeit von seinen Mods respektiert. Na ja, gut, die müssen ja auch nicht 18 Stunden am Tag arbeiten, wie er. Aber trotzdem ist es halt schon bemerkenswert, also wie er die jetzt warten lässt. Naja. Hat da kein Bluetooth-Symbol? Habe ich das einfach nicht oder was? Weiß ich nicht. Ja, aber Okay. hörst du denn jetzt alle? Also du hörst ja mich. Moment, ja. Es scheint aber jetzt auch. Warte mal. Es scheint auch jetzt wieder zu gehen. Ach, Mannchen. Mal gucken, ob ich nachher mal an das Kabel versuche. Vielleicht ist es einfach ein Kabelbruch. Hoffentlich dann bloß im Kabel, nicht im Headset selber. Ich kann das Kabel nämlich austauschen an meinem Headset. Also, jetzt müsste ich aber eigentlich alle hören, ja. Ja, also der Ja. Lenzen hatte gerade den Vorschlag gegeben, damit jetzt nicht irgendwie alle so auf dich einreden und dass du dich jetzt irgendwie gegen 7 Leute dich erklären musst, dass du einfach erstmal deinen Standpunkt verrätst.
Und ja, jeder erstmal da Bescheid weiß. Ich habe auch jetzt den anderen Leuten gerade gesagt, wo du, ich glaube, nichts gehört hast, was wir jetzt besprochen haben. Und dass wir das, oder du jetzt noch mit den anderen halt noch das vom Tisch räumen willst. Man kann eine Stecknadel fallen hören, die Spannung liegt in der Luft. Hallo? Hallo? Ja, bin da. Tut mir Ja. leid, wenn ich mich an was reinsetze, dann bin ich daran immer ewig versunken. Scheißdreck da. So. Das ist halt der Joke, der wird einem so in die Hand gegeben. Das ist so billig. Da weiß man nicht, ob es cool ist, wenn man den jetzt überhaupt noch den jetzt irgendwie noch weiter verwendet oder es einfach so stehen lässt mit dem Versunkensein. Aber ich glaube, also, ja, ich glaube, ihr wisst schon, worauf das hinausgeht. Ja, können wir so machen von mir aus. Oh, von mir aus, ja, okay, nehme ich mir die Zeit. Ich bin so nett. So. Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, oder was heißt ein paar, es sind insgesamt 13 Stück. Im Prinzip ist es eine Zusammenfassung von dem, was passiert ist. Ja. Waffi war ja erst im Raum. Es war für mich erstmal voll der Schock, dass die überhaupt im Raum war, weil ich mich lustigerweise, das habe ich ja auch schon gesagt zu Kintsugu, ich habe mich in dem Raum sicher gefühlt, was ja offensichtlich dann ein Fehler war. Deswegen war ich auch so extrem angepisst in dem Moment. Zumal ich an dem Tag auch noch ewige Stunden davor und auch danach noch ewig an diesem blöden Projekt gesessen war. Und die Sache war einfach die, erst einmal war ich angepisst wegen Waffi. Dann kam die Situation dazu. Dann kam die Situation dazu, dass ich mich ja aufgeregt habe darüber. Und dann erst einmal, ich weiß nicht mal hundertprozentig, wie es genau war, aber es war dann letzten Endes so, dass ich dann halt erstmal niedergeschrien wurde von irgendjemandem. Ich weiß nicht mal, wer es war. Und dann ist erstmal pures Chaos ausgebrochen, weil ich mich darüber aufgeregt habe und hat gesagt habe, dass ich sich aus dem Raum verpissen will, weil ich halt nicht will, dass der Dragon Monday, an dem ich jetzt seit Monaten, beziehungsweise wo ich an dem Projekt für das neue Jahr jetzt seit Monaten dran arbeite, oder seit Wochen, dass die Hater auch nur den geringsten Scheiß davon mitbekommen. Sowohl der Hintergrund wollte ich nicht, dass die mitbekommen, als auch andere Sachen. Das ist halt auch so, also kann ich zumindest nicht nachvollziehen, warum sollen es die Hater nicht mitbekommen? So gut wie alle der Leute, die dich aktiv verfolgen, sind Hater. Aber die kriegen das so oder so mit, was für ein Quatsch. Und hier mit dem, also habe ich ja auch schon mal gesagt, hier mit dem monatelang oder wochenlang habe ich da dran geschafft wie ein Irrer. Und dann guckt euch nochmal das Ergebnis an, wie er da irgendwelche gestückelten Wikipedia-Artikel vorliest, ey. Hier übrigens einen kleinen Lacher am Rande. Ich habe heute eine Nachricht bekommen, dass die NWO immer noch für mich arbeitet oder noch was für mich macht, weil das News, wo drinnen steht, angeblich NWO ist. Habe ich erst mal lachen müssen. Wie auch immer. Jedenfalls war es dann so, dass ich unter anderem ja an den Kopf geworfen bekommen habe, wie kindisch ich mich verhalte. Und ich weiß nicht, was noch alles. Und ich dann einfach, weil ich grundsätzlich so ein Mensch bin, ich gehe Konflikten grundsätzlich aus dem Weg, weil ich keinen Bock darauf habe, weil ich in meinem Leben genug Konflikte hatte und vermutlich auch noch mehr oder weniger genug haben werde, bin ich dann aus dem Raum gegangen und habe auch erstmal alle Leute entfreundet, grundsätzlich deswegen. In erster Linie die Leute, die mit Waffi in der Friendlist befreundet waren, weil ich erst einmal klaren Kopf kriegen wollte und erst einmal Schadensbegrenzung mache, weil das vielleicht der ein oder andere auch nachvollziehen kann, wenn ich es jetzt erkläre, dass für mich das Problem ist, ich habe das in der Vergangenheit oft genug gehabt, wenn ich sowas nicht gemacht habe,
Dann sind aus allen Richtungen dann Leute auf mich eingestürmt und haben mich total bedrängt und ich brauche in so einer Situation erstmal meine Ruhe. Außerdem habe ich genug Situationen schon gehabt, dass irgendwelche Leute dann doch Hater waren, auch wenn ich sie erstmal nicht für Hater gehalten habe oder nicht für Hater halte. Und dann hinterher alles Mögliche versucht haben zu veröffentlichen, zu leaken und was weiß ich noch für einen Scheiß. Mag jetzt bei Discord erst einmal nach einer komischen Erklärung klingen, ist für mich aber grundsätzlich einfach so in meinem Kopf verankert, dass ich die Leute dann erstmal grundsätzlich alle raushaue und weghaue, damit ich erst einmal für mich in dem Moment ein sicheres Gefühl habe, weil ich genug so Scheiße schon erlebt habe. So. Um jetzt mal ein paar Ereignisse zu überspringen, das könnt ihr dann noch einzeln ansprechen, dann kann ich noch eine Frage eingehen, ja. Findest du das gut so, wie du reagiert hast mit uns? Muss jetzt übrigens, frage ich mich gerade so ein bisschen. Also er hat ja seine Schrift mit 13 Unterpunkten erwähnt. Ich weiß nicht, war das jetzt Punkt 1? Wie lange wollte er denn reden, Alter? Oder waren das schon mehrere Punkte? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Gott sei Dank, wurde er jetzt unterbrochen. An dem Tag? Ich finde es nicht gut. Ich finde es aber, wenn ich meine, aber ich muss es aus meiner Sicht sehen, oder besser gesagt, ich kann es nur aus meiner Sicht sehen. Ich finde es aus meiner Sicht her angebracht, okay, nach dem, was ich schon alles erlebt habe und so weiter. Weil ich einfach weiß, was passiert, wenn ich anders reagiert hätte oder passieren hätte können, wenn ich anders reagiert hätte. Die Sache ist die, ich habe das beim letzten Mal auch schon eingeworfen, auch wenn sich dann mehr oder weniger drüber lustig gemacht wurde, dass ich halt extrem viel Erfahrung mit sowas habe. Ich mache diesen Scheiß seit 8 Jahren und ich habe Sachen erlebt, die ihr vielleicht wisst, Sachen erlebt, die ihr mit Sicherheit auch nicht wisst, weil es genug Sachen gibt, die auch nicht veröffentlicht sind, warum ich das bis heute nicht weiß, keine Ahnung. Aber es ist ja, ich würde mich jetzt wiederholen, aber es ist halt Rechtfertigungslord des Todes. Interessant finde ich hier, dass er noch dazu schmeißt mit Sachen, die ihr vielleicht nicht wisst, um dem Ganzen noch so ein bisschen an so ein Element von Mysterium zu geben. Ihr wisst ja gar nicht, wie tief das hier alles noch geht, was ich schon alles erlebt habe. Schön noch was offen halten. Und ansonsten sind es aber natürlich die 8 beschissenen Jahre. Auf jeden Fall nachgewiesen, auch dass das Hater-Aktionen waren. Vielleicht kommen die auch irgendwann noch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind so viele Sachen schon passiert, dass ich halt weiß, ich habe halt nahezu jede Situation, die passiert oder passiert ist oder vielleicht noch passieren wird, schon mal gehabt, meistens. Es gibt auch Ausnahmen, aber im Normalfall. Und mein Gefühl ist im Normalfall auch immer recht zuverlässig, wobei ich natürlich auch immer gerne einräume, dass ich mich auch täuschen kann und auch schon getäuscht habe in der Vergangenheit. Da habe ich ja vorhin schon mal das Beispiel bei Kintsugu gebracht, dass zum Beispiel einer meiner besten Freunde, mit denen ich heutzutage Musik mache, ich damals für einen riesen Arschloch gehalten habe und heutzutage mache ich ewig schon Musik mit ihm. Also auch da kann ich mich natürlich täuschen, das räume ich auch immer gerne ein, aber für mich, aus meiner Sicht heraus, finde ich, dass ich angebracht reagiert habe, weil ich halt weiß, was alles anders hätte laufen können. Okay. Und auch schon anders gelaufen ist. Also ich kann jetzt vielleicht, also ich will jetzt nicht für alle sprechen oder so, sorry, wenn ich dich unterbreche, ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber ich glaube, dass schon eigentlich alle das richtig beschissen gefunden haben, was du gemacht hast. Ich habe es zu Kintsugu schon gesagt, wenn ich euch dadurch verletzt habe, dann tut mir das leid. Okay. Obwohl, das sage ich, das ist einfach, ich finde das irgendwie witzig, hier bei der Stelle, man merkt hier, also das ist ja der Azog, der mit ihm redet und dann sagt er so, ja, es tut mir leid, wenn ihr euch dadurch verletzt gefühlt habt und Azog so, okay, dann obwohl und dann geht's halt weiter, das ist eine schöne Stelle. Wenn ihr verletzt habt, dann tut mir das leid. Okay. Obwohl, das sage ich, ich sage es euch jetzt dazu, weil ich ehrlich zu euch sein will. Und das ist auch eine Sache. Ich glaube, da lacht sogar einer, oder? Also muss ich so ein bisschen Lachen verkneifen. Moment, das muss ich nochmal hören. Obwohl, das sage ich, ich sage es euch jetzt dazu, weil ich ehrlich zu euch sein will. Ja. Und das ist auch eine Sache, wo ich momentan mit meiner Freundin ein Problem habe, mit der einen davon. Gefühle sind für mich momentan bis auf einen Extremzustand eher eine sehr große Watte, also das ist ein bescheuerter Begriff, ein riesiger Wattebausch. Im Prinzip fühle ich keine Emotionen mehr, außer extremste. Und merkt ihr das? Das hat er sich irgendwann mal
ausgedacht, als er auf dem Klo gehockt hat oder im Bett war oder so. Und jetzt muss das ständig überall eingebracht werden. Ich wette, wenn er noch beim Rewe sich sein Breitsamer oder was auch immer gekauft hat, hat es der Kassiererin noch erzählt, wie emotional tot er ist. Mein Gott! Jeder muss es hören, jeder muss es wissen. Und ich verbinde vermutlich nicht das Mitleid damit, emotional gesehen, was ich vielleicht empfinden sollte. Aber leid tut es mir deswegen trotzdem. Aber ich will, wie gesagt, ehrlich zu euch sein. Und deswegen sage ich euch auch ehrlich, wie ich das sehe. Also es tut mir leid, aber ich verbinde vermutlich nicht das damit, was ihr gerne damit verbunden hättet. Was meinst du genau? Wie es tut dir leid? Emotional, Oder? emotional gesehen verbinde ich vermutlich nicht das damit, was ihr vielleicht wolltet. Aber Also das liegt kannst du nicht, das aber das jetzt liegt nicht so nicht. nachvollziehen, was wie das gestern zum Beispiel im Modchat war? Das fällt dir jetzt schwer, das emotional nachzuvollziehen, wie wir da Das im, reagiert haben. also das im Modchat gestern, ehrlich gesagt, das habe ich mit Kintsugi gerade schon diskutiert, das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen. Das liegt aber an einer bestimmten Sache. Und zwar daran, dass ihr mich da gestern mehr oder weniger zugetextet habt und nicht einmal darauf gewartet habt, dass ich reagieren kann. Und ich habe es gerade schon zu Kintsugi gesagt. Ich war die letzten 2 Tage. Woher kenne ich das? Dass jemand einfach immer weiter die Leute zutextet und nicht mal darauf wartet, dass man reagieren kann. Etwa insgesamt 18 Stunden nur mit dem Dragon Monday beschäftigt. Kane hat es mitbekommen, bei Nori hat es mitbekommen und Otter hat es mitbekommen, weil ich dann im Endeffekt gesagt habe, dass ich mit diesem verfickten Dragon Monday so lange beschäftigt war, weil ständig das Programm abgekackt ist und ich jeden verfickten Zwischenschritt speichern musste. Also ich bin gestern den ganzen Tag, außer mittags ganz kurz mal, wo ich hier drinnen war, bin ich den ganzen verfickten Tag nur mit diesem scheiß Dragon Monday beschäftigt gewesen. Und das gleiche gilt auch für den Tag vorher, wo wir den Streit hatten. Wo ich dann noch nach dem Streit auch noch stundenlang an dem blöden Dragon Monday gesessen war, weil aus irgendeinem Grund momentan dauernd mein Programm abschmiert, wenn ich es versuche zu rendern und auch während der Bearbeitung. Okay. Was eine 10-Minuten-Arbeit einmal zu locker einer Stundenarbeit macht. Das ist echt assig gewesen. Da bin ich auch noch angepisst gewesen. Und nachdem ich gestern dann sowieso schon den ganzen Tag damit beschäftigt war und dann abends, und da könnt ihr gerne Otter fragen, wie gesagt, er war dabei, abends habe ich dann Otter versucht, das Zeug zu zeigen. Dann haben wir das uns kurz angeschaut und Otter hat dann zu mir gesagt, ob ich das mit dem Normal Chat mit dem Mod Chat mitbekommen habe. Und erst dann bin ich überhaupt auf den Normal Chat oder auf den Mod Chat gekommen und habe draufgeguckt, was da überhaupt geschrieben wurde, weil ich. Das ist ein Begriff, mit dem ich sehr vorsichtig umgehen würde, weil der so ein bisschen überstrapaziert wird, meiner Meinung nach. Aber es gibt eine Sache, die würde ich wirklich als toxisch bezeichnen, weil ich finde, das Wort trifft das einfach ganz gut. Und zwar ist es, dass Rainer, wenn er sich über irgendetwas aufregt, was überhaupt nichts mit seinen Mitmenschen zu tun hat, wie jetzt zum Beispiel ein Programm, was abkackt, dann nimmt er das aber als Rechtfertigung, um seine aufgestaute Wut an seinen Mitmenschen auszulassen. Und sowas stellt man, das könnt ihr euch jetzt mal vorstellen, in einem Familiensetting. Ja. Am besten noch mit Kindern oder um es jetzt ein bisschen weniger intensiv zu machen, sage ich mal, auch nur in der Freundschaft. So, stellt euch mal vor, ihr müsst die ganze Zeit dafür Rechnung tragen, dass bei dem anderen irgendwas nicht funktioniert. Und er nimmt das sogar bewusst als Rechtfertigung. Das ist gut, bei Rainer ist es so dumm, dass es ein bisschen eine humoristische Note hat, natürlich, aber das ist an sich eigentlich wirklich ein ganz schlimmes Verhalten. Bei mir alles stumm geschalten habe und nur nachschaue, wenn ich quasi auf den Discord klicke, was ich gestern nicht ein einziges Mal gemacht habe, weil ich nur kurz hier war und ansonsten nirgendwo war. Aber das war ja dann so, du hättest es uns ja kommunizieren können. Na? Du hättest Gerade. dann schreiben können, Leute, ich sitze hier seit 18 Stunden am Rechner, aber die Konsequenz war daraus, dass dann die Leute keinen Mod mehr hatten. Also mir wurde zum Beispiel der Mod weggenommen. Also Und denen, ich die keinen konnte Mod. darauf dann gar nicht mehr irgendwie warten, dass von dir. Manchmal würde ich mir wünschen, dass Rainer so ein kleines Armband kriegt und jedes Mal, wenn, sagen wir mal, die Gesprächsanteile zwischen ihm und einer anderen Person sind
mehr als, sagen wir mal, mehr als 65% auf Rainers Seite, dass er dann so kleine Stromschläge oder so kriegt. Wie er es einfach keine zwei Sätze lang aushalten kann, mal jemanden reden zu lassen und dann anfängt mit, ja, wie er gerade eben wieder reingegangen ist mit dem, so, warte, das muss Moore kommentieren. Es ist einfach grauenhaft. eine Reaktion kommt, sondern es ist nichts passiert dann. Ne? Also Also, hier habe ich. warte, hör doch mal auf zu reden, jetzt kommt Rainer. Also und ich konnte darauf dann gar nicht mehr irgendwie warten, dass von dir eine Reaktion kommt, sondern es ist nichts passiert dann. Ne? Also Also. die habe ich den Mod genommen, weil du gesagt hast, dass du das so unterschreibst und ich davon ausgegangen bin, dass du auch deinen Mod weggeben willst. Und die anderen haben ja darum gebeten, dass sie den Mod verlieren. Und da ich gestern einfach fix und alle war abends, dann habe ich einfach keinen Bock mehr auf weiteren Streit gehabt, weil ich eben schon angepisst war wegen diesem Programm und allem drum und dran und wegen dem Streit vorher. Und ich habe schon mal gesagt, ich bin, auch wenn das vielleicht ein kindisches Verhalten aus eurer Sicht her ist, ich bin aus dem Discord damals, also aus dem Rudel, bin ich damals rausgegangen, weil ich keine Lust auf Streit hatte und weil ich grundsätzlich solchen Sachen aus dem Weg gehen möchte. Das war doch kein Streit. Im Es war ein Ding. Problem und es wurde diskutiert. Im Rudel damals mit Waffi. Schau mal. Und ein paar von euch können es bestätigen, dass ich danach in meinem Discord war. Da habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten und hatte dann, bevor Waffi irgendwas angestellt hatte, habe ich bereits gesagt, dass Waffi eine Haterin ist oder dass ich Waffi für eine Haterin halte. Und danach hat sich herausgestellt, dass sie wirklich gegangen ist und den kompletten Discord komplett umgenannt hat und gebannt hatte und Scheiße gebaut hat und im Prinzip genau das bewahrheitet sich hat, was ich vorgesagt habe. Ja, aber ich will da jetzt kurz was zu sagen. Und zwar denkst du, dass sich Waffi gut gefühlt hat, als du sie damals im Rudel zu ihr gesagt hast, du bist so arrogant und was willst du? Und dann bist du weg, hast Rudel verlassen, hast sie gebannt, einfach so, weißt schon, nur weil irgendwie so komische, irgendwie so eine Konfliktsituation war, Gespräch oder sowas, weißt Ja, du? und das war, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier reingrätsche, das war auch, finde ich, mir gegenüber ein bisschen unfair, weil ich habe dir ja dann geschrieben, dass ich das nicht okay fand, habe dann auch deinen Server verlassen damals noch und du hast mich dann auch einfach gebannt, obwohl ich schon runter war und das fand ich halt auch nicht okay. Entfreundet hast du mich dann auch, ohne irgendwas zu klären. Ich finde das halt nicht so cool, Rainer, das war echt kindisch. Kindisch. Du hast gesagt, dass du hast gesagt, dass du den Discord verlässt. Und ich hatte gerade schon gesagt, dass ich, wenn sowas passiert. Also man muss ja mal den Respekt, den Rainer hat, kurz sich betrachten. Weil wenn er mit sonst irgendjemandem geredet hätte, dann hätte er gesagt, Kindisch nennst du das? Und wäre dann in so ein, ja, in Brüllheulen übergegangen. Aber hier hat er nur gesagt, Kindisch. Also da, ich glaube, da musste er sich wirklich schon zusammenreißen. Weil sowas schon oft passiert ist, dann grundsätzlich einen Bann durchziehe, weil ich nicht möchte, dass im Nachhinein noch irgendwelche Scheiße passieren kann. Weil ich das alles schon hatte. Das ist alles, all diese Reaktionen mögen für euch, und ich verstehe das tatsächlich sogar wirklich, für euch mögen diese Reaktionen teilweise überzogen sein. Aber ich habe halt alles schon Es nervt vorher. halt, Bruder, es nervt halt extrem, weil es jetzt schon Das das mag x-te Mal sein. ist. Das mag sein, Azog, aber erstmal bin ich aus dem Rudel rausgegangen, weil ich Waffi aus dem Weg gehen wollte. Dann hat Waffi Scheiße abgezogen und sich als Haterin rausgestellt. Ich wusste nicht, dass ihr mit ihr immer noch befreundet seid, was mich absolut nichts angeht und absolut nicht interessiert. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich werde euch nicht sagen, mit wem ihr rumhängen sollt. Erstens habe ich dazu kein Recht und zweitens würde ich das nicht machen, weil es mich nichts angeht und keinen Bock darauf habe. Weil das wäre zum Beispiel meiner Meinung nach Kindergarten. So. Aber das Ding ist. Und dazu kommt, dass ich dann, als ich drüben in dem Raum war und mich sicher gefühlt habe, kommt eine Person rein, von der ich weiß, dass sie hatet oder Haterin ist oder Hater Scheiße gebaut hat und ich sowieso schon ein extrem beschissenes Gefühl dabei habe. Schau Und ich mal. meinem Gefühl mittlerweile vertraue, weil ich in maximal 10% der Fälle daneben liege. Aber. Und dann kam die Situation, dass mich alle angeschrien haben oder fast alle in dem Raum angeschrien haben und mich Es niedergeschrien hat dich haben. niemand angeschrien, es hat dich niemand Natürlich, niedergeschrien. natürlich. Und du warst auch nicht gerade freundlich. Du hast angefangen rumzubeleidigen, dies, das. Also zu sagen, dass wir auf dich geschrien haben, ist Quatsch, Ich Bruder. Und habe das weißt du auch selber.
ich hab Waffi angeschrien und das auch zu Recht, meiner Meinung nach. Das hat dich aber niemand von uns angeschrien. Ich habe dich doch nicht angeschrien. Nach dem, was sie abgezogen hat. Du hast vielleicht nicht geschrien, aber ich durfte mir trotzdem Geschrei anhören. Und guck mal, weil... Das ist halt gerade geiles Zurückrudern. So mit dem, er hat jetzt ja schon die ganze Aufnahme lang darauf beharrt, mit dem er wurde angeschrien. Und jetzt, wo halt Azog, der so wahrscheinlich die einzige Person von diesen Mods ist, die genug, wie soll ich sagen, ja, genug Autorität in Rainers Augen hat, um sowas überhaupt anzumerken, ja, der sich das dann auch trauen darf, dann sagt, ja, wir haben dich überhaupt nicht angeschrien, ich hab dich doch nicht angeschrien, so, und das weißt du auch. Und dann Rainer, ja, nee, aber ich durfte mir Geschrei anhören, und dann wird so eine komische, wird das halt so komisch gedreht, dass es so was anderes bedeuten könnte, aber nicht wirklich, einfach ja, so richtig schwach. Also es ist wirklich richtig schwach, dieses Zurückrudern jetzt auf Territorien, die keiner wirklich definieren kann. Das ist, und dafür, dass er jetzt so lang auf diesem Rumschreien rumgeritten hat, ist das, also das ist wirklich eine Nummer. Was ich will noch was auf einen Punkt vorher drauf zurück. Du hast gesagt, du hast kein Recht dazu, uns zu sagen, mit wem wir abhängen und wem nicht. Aber warum entfreundest du uns dann? Nur weil wir sie in der Liste haben. Habe ich gerade erklärt. Da widersprichst du dir doch. Nein, widerspreche ich mir nicht. Habe ich dir gerade erklärt. Ich habe euch nicht entfreundet, weil ihr sie in der Liste habt. Ich habe euch entfreundet, weil ich aus meiner Sicht heraus Schadensbegrenzung betreiben wollte, weil ich eben schon erlebt habe, was passiert, wenn ich sowas nicht mache. Ich habe halt schon oft das Problem gehabt, dass das sowas dann war und dass dann Leute, ich weiß immer nicht genau, bei Discord bin ich immer noch nicht zu 100% drinnen, was ihr alles sehen könnt, was ich mache und hab und alles. Bro, du hast doch selber gesagt, dass du die Leute entfreundet hast, die mit Wafi in der Liste sind. Richtig, das habe ich getan. Aus Sicherheitsgründen für mich, das habe ich aber gerade erklärt. Ich habe das gerade erklärt, dass ich das für mich aus Sicherheitsgründen gemacht habe, damit ich für mich eine Sicherheit habe, weil ich nicht genau weiß, was ihr alles sehen könnt von meinem Profil heraus und so weiter. Okay. Und weil ich in der Vergangenheit bereits erlebt hatte, was passiert, wenn ich das nicht mache. Das ist nicht gegen euch als Individuum gegangen, sondern erst einmal für mich als Sicherheitsgefühl, weil ich in meinem Leben kaum Sicherheitsgefühl habe. Okay, und welches Sicherheitsgefühl oder Unsicherheitsgefühl hast du, wenn du mich in der Freundesliste hast oder nicht? Wenn du mich jetzt raustust aus der Freundesliste, warum fühlst du dich dadurch sicherer? Was kann ich mit der Freundesliste anfangen? Das kann ich dir nicht erklären. Verstehst du, Bro? Die Wahrheit ist, das war eine Trotzreaktion von dir, weil du angepisst warst und gesehen hast, ah, die hängen mit Wafi und jetzt fick ich die oder ich scheiß auf. Das ist doch. Ich habe jetzt nicht so den höchsten Respekt, sag ich mal, vor diesen Leuten, die da Mods sind. Einfach, ja, weil sie halt dieses Umfeld für Rainer schaffen, in dem er eben so sein kann, wie er ist. Ja, und überhaupt nicht herausgefordert wird. Und das finde ich einfach nicht gut. Deswegen habe ich jetzt nicht die höchste Grundsympathie für diese Mods. Also ich finde, das ist halt schon eine geile Stelle. Und das ist halt auch sehr klar und schön argumentiert von Azog. Er bringt halt Rainer sogar dazu zu sagen, ja, ich kann das irgendwie nicht erklären. Was wahrscheinlich so das Weiteste ist, was man aus ihm rausholen kann. Ja. Es gibt halt keinen rationalen Grund, hier die Leute aus der Freundesliste rauszukicken, weil die können ja nichts sehen. Das bringt denen ja gar nichts. Und dann, als er Rainer so ein bisschen an die Wand gespielt hat mit dem, das macht überhaupt keinen Sinn, und dann sagt Rainer, ja doch, aber ich kann es nicht erklären. Und dann haut er halt noch einen hinterher mit dem, die Wahrheit ist einfach, du bist ausgetickt. So, Punkt. Warum reden wir da so um den heißen Brei herum? Und das ist halt, ja, ist schön. Das ist eine der wenigen Pluspunkte, die sich, glaube ich, aus dieser Beziehung zwischen den Mods, insbesondere von Azog und Rainer, ergeben, weil die dann doch so, ja, Rainer ihm dann doch so weit zuhört, dass es zu dieser Situation kommen kann, zu diesem kleinen Payoff, sage ich mal. Wenn es jetzt irgendeine Person gesagt hätte, die Rainer als Hater klassifiziert, dann hätte er einfach gesagt, halt die Fresse oder so. Aber hier
kommt Rainer so ein bisschen mehr in Erklärungsnot. Und das ist für mich so auch der Grund, warum das so eine Perle ist, warum das für mich so eines der Highlights diesen Jahres auf jeden Fall ist, oder das Highlight diesen Jahres sogar. Es ist einfach eine schöne Dynamik, ja. Man hat diese Gruppe von Leuten, von denen Rainer gewissermaßen doch abhängig ist, weil sie ihm einerseits, seien wir ehrlich, das ist wahrscheinlich sein soziales Umfeld gewesen für eine Zeit lang. Und auf der anderen Seite war er halt abhängig von ihnen, weil sie ihm beim Content erstellen geholfen haben. Und solche Gespräche können halt nur so entstehen. Das rechtfertigt jetzt nicht die wahrscheinlich tausenden Stunden von Discord-Leaks vorher, die einfach nur furchtbar waren, die sich kein Mensch anhören kann. Aber der Moment ist halt einfach schön. Und da kommen jetzt auch noch einige. Ich habe noch eine Frage dazu. Du, also wie ich das verstanden habe, du bist ja der Überzeugung, dass Wafi eine Haterin ist, oder? Ja. Ich war an dem Tag nicht da, aber hast du nicht irgendwie gestreamt, wie du den Dragon Monday schneidest? Das wurde ja Einen nicht geleakt, Teil oder? des Dragon Mondays. Und dass es nicht geleakt wurde, heißt gar nichts. Vor einiger Zeit hat eine Haterin, wie habt ihr die genannt? Moskau-Bärchen? Ja, ja. Das war irgendwann im August. Das wurde erst Monate später veröffentlicht. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, wenn was nicht veröffentlicht wird. Das ist das Problem daran. Du weißt nie, du kannst nicht in den Kopf der Hater schauen. Ja, das ist mein Problem. Deswegen brauche ich immer das Gefühl von Sicherheit irgendwo. Und wenn ich in einem Raum bin, in dem ich mich vermeintlich sicher fühle, was würdet ihr machen, wenn ihr euch sicher fühlt und dann auf einen Schlag merkt, ihr seid nicht sicher? Ich werde Wie einfach würdet ihr nicht euch in da den fühlen? scheiß Discord-Raum Vor gehen, allem, während ich meinen Kack schneide. wenn euch Mein das Gott. nicht das erste Mal passiert ist. Das ist wahrscheinlich eine beschissene Frage, sowas ist extrem beknackt. Sowas kann man, glaube ich, nur nachvollziehen, wenn man diese Situation selber schon oft genug erlebt hat. Ist auch wieder geil. So, wenn man jetzt das ungeschulte Ohr, sag ich mal, das wird jetzt denken, Reinhard stellt eine Frage und dann sagt er, ah, das ist wahrscheinlich eine bescheuerte Frage. Denkt man, was? Hör ich da Selbstkritik? Und dann kommt hinterher, ach, das ist einfach eine bescheuerte Frage, weil ihr natürlich nicht nachvollziehen kann, wie ich mich fühle, weil meine Lebenswelt so unglaublich besonders ist. Und der Pöbel kann das einfach nicht nachvollziehen. Und dann denkt man, ah, okay, deswegen hat er das gesagt. Es ist Rainer. Vor allem, wenn euch das nicht das erste Mal passiert ist. Das ist wahrscheinlich eine beschissene Frage. Sowas ist extrem beknackt. Sowas kann man, glaube ich, nur nachvollziehen, wenn man diese Situation selber schon oft Wenn genug man erlebt hat. Rainer Für mich wählt. ist das Problem, ich habe in meinem Leben kaum Sicherheiten. Ja? Und ich habe in meinem Leben alles verloren. Und ich meine alles. Und ich will jetzt nicht hier irgendwie ein bemitleidet mich machen. Überhaupt Doch, nicht. Das doch, Letzte, was ich will, ist Mitleid. doch. Aber Fakt ist einfach nur die Tatsache, dass ich in meinem Leben kaum Sicherheiten habe. Und die wenigen Sicherheiten, die ich habe, werden mir dann noch genommen. Das ist ein extrem beschissenes Gefühl. Ja, okay, das mit der Sicherheit und mit Unsicherheit und so, da kann ich dir schon irgendwo recht geben, dass du dir da Filme geschoben hast, die du da gesehen hast oder so, aber ja, ist halt trotzdem kein Grund, so, weißt du, ich kann auch nicht, wenn einer meiner Mitarbeiter Scheiße baut, fünf kündigen, weißt du, wie ich meine? Ist halt so. Ja, das ist ja auch eine andere Sache. Oder siehst du dich als Ja. Mitarbeiter? Es ist halt aber unfair, weißt du, weil es gibt einfach so, ich weiß nicht, Mann, es gibt sehr viele Leute hier, die wollten dir auf ehrliche Weise helfen, weißt du, und die haben sich einfach richtig krass vor den Vielleicht Kopf. kann man das besser als Freund, also so, wenn du einen Freundeskreis hast und einer davon Scheiße baut, dann heißt es ja nicht direkt, dass du komplett aus dem Freundeskreis rausgehst. So, Mache also ich ja auch erklärt man das? normalerweise nicht. Ja, normalerweise ist Versteht mich. Oh, hier findet man wirklich alle goldenen Regeln und Momente im Rainer Winklerschen Sprachgebrauch. Ich würde ihm gerne noch ein zweites kleines Elektroband anziehen, das ihm kleine Stromschläge gibt, wenn er sagt, normalerweise. Weil das auch so eine Disziplin von ihm ist, dass er sagt, ja, normalerweise mache ich das ja nicht. Normalerweise esse ich keine 12 Burger und so weiter und so fort. Ist halt auch, kann man jedes Mal die Wand hochgehen, weil er das einfach so oft macht, um sich aus irgendwelchen Situationen einfach so faul und schlecht rauszuschlängeln. Und so, es ist so durchsichtig. Man kann es einfach so leicht sehen. Es ist, ja, es ist wirklich furchtbar. Geht so, Mache also ich ja auch erklärt man das? normalerweise nicht. Ja, normalerweise ist Versteht mich,
Versteht mich nicht falsch. Die meisten werden sich wahrscheinlich noch an die Wien-Aussage erinnern, da hat er auch gesagt, angefangen mit versteht mich nicht falsch. Ich habe inzwischen die Theorie, dass wenn sein Gehirn irgendwie in so Overdrive geht und merkt, okay, da kommt jetzt gerade gleich richtiger Schwachsinn durch die Luke nach draußen und wird zu anderen Menschen kommuniziert, dann wird das, dann wird erstmal vorausgeschickt, versteht mich nicht falsch. Ich weiß nicht, was der Sinn davon ist, aber ich glaube, das ist so eine Art Warnung wie, jetzt kommt richtiger Bullshit. Schnallt euch an. Ja. Und bitte, nehmt das jetzt nicht persönlich, aber ich sehe euch, keinen von euch, als Freund. Um in meine Freundesliste zu kommen, also in meine echte, als Freund, ne? Das ist so gut wie unmöglich. Vor was allem für ein Sympathiebolzen. Das ist auch, nicht persönlich, ist auch nicht persönlich gegen euch gemeint, aber ich nehme ja auch nicht persönlich. Verstehen, aber das war nur ein Vergleich, so als Freunde. Also, ja, ich verstehe das schon. Ja. Ich verstehe das schon. Und bei meinen Freunden ist es auch nicht der Fall. So. Ich habe meinen besten Freund, ich habe es, glaube ich, gestern, irgendjemandem habe ich das gestern erzählt, glaube ich. Ich habe meinen besten Freund nach über 10 Jahren habe ich den verloren. Der hat mich an die Hater verraten. Nach über 10 Jahren, in denen ich den gekannt habe. Ich habe den schon gekannt, lange bevor es die Hater gab, so. Ich vermute da übrigens eine ziemlich unterhaltsame Geschichte. Es wird wahrscheinlich schwer sein, da ranzukommen, aber ich würde gern hören, wie der Gumbel ihn nach 10 beschissenen Jahren verraten hat. Wahrscheinlich hat er immer gesagt, Rainer, jetzt chill mal. Wir wollen hier ein Bier trinken, jetzt laber mich nicht voll über die Hater. Was? Du bist auch ein Hater? Ich wusste es die ganzen 10 Jahre lang. Bla bla bla, es war bestimmt wieder eine vortreffliche Situation. Ich wünschte, man würde da ein paar mehr Details erfahren. Weil irgendein Typ, der es 10 Jahre mit Rainer ertragen hat, irgendwo muss der Punkt gekommen sein, dass er ihn in Anführungszeichen an die Hater verraten hat. War bestimmt wieder ein Traum. Und lange bevor ich YouTube gemacht habe, habe ich den schon gekannt. Nach über 10, 15 Jahren habe ich den verloren als Freund. Der hat mich an die Hater verraten. So. Und deswegen habe ich aber noch lange nicht meinen anderen Freunden, die ihn auch kennen oder die auch mit ihm rumhängen, zu tun. Ich habe einen Kumpel, das ist auch einer meiner besten Freunde. Ich habe nur wenige Freunde, aber die ich halt habe, sind dann meistens halt auf einem extrem hohen Status für mich. Und mit dem anderen bin ich bis heute befreundet. Das ist auch so ein Ding für ihn, dass er halt jetzt unbedingt darüber reden will, wie exklusiv sein Freundeskreis ist und wie stark die Verbindung ist zwischen ihm und diesen wenigen Leuten, die es in seinen engen Freundeskreis geschafft haben. Das ist halt auch wieder total wertloses Gelaber. Zumal er, glaube ich, auch dieses Jahr gesagt hat, dass von den 5 Leuten oder 4 Leuten oder wie viele es auch immer waren, für die er durchs Feuer gehen würde, ist nur noch einer übrig inzwischen. Also das ist wieder so ein, ich schätze, das hat er irgendwo, also ihm gefällt dieses bisschen, so diese tiefen Männerfreundschaften und so. Das hat ja auch was Schönes. Aber bei ihm ist es halt total oberflächliches Gelaber ohne irgendeinen Inhalt. So. Aber er steht so auf diesen Talk. Hier, ich habe diese paar Leute und die sind für mich wie Brüder. Ja, und bla bla bla. Aber es ist nur noch einer übrig. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Das ist jetzt aber auch schon wieder 5 Jahre oder 4 Jahre wieder her. Ja. Und ich hänge mit dem immer noch rum. Ich zocke mit dem, ich mache mit dem was oder so. Aber er hängt mit dem anderen noch rum. Und das macht er auch weiterhin, aber ich hänge deswegen mit ihm trotzdem rum. Okay, also dass wir keine Freunde für dich sind, das kann ich nachvollziehen. Ist auch kein Problem. Aber was genau sind wir dann für dich? So, welches Gefühl hast du, wenn du mit uns rumhängst und Webcam anmachst? Was sind wir dann für dich? Das geht von Bekannte bis gute Bekannte. Das ist vielleicht jetzt nur ein bisschen Wortklauberei, aber für mich ist das halt ein Unterschied so. Azog, er hat es doch gesagt. Er hat gesagt, dass es diese Leute gibt, die haben einen besonders hohen Status von Freundschaft bei ihm und ihr seid wahrscheinlich so, keine Ahnung, Level 4 Freunde oder sowas. Oder Level 4 Bekannte. Was fragst du denn da noch so blöd?
Ich glaube, ich kann dir das so nicht genau erklären, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht weiß ich es selber nicht. Das ist halt auch, das ist geil. Also, ey, ohne Scheiß, also muss man ihm halt einfach zugestehen, der hat so seine Momente in dieser in diesem Videoausschnitt. Weil Rainer, das macht er halt auch oft, das habe ich ja auch vorhin schon kurz angesprochen, er hat so diese Art, dass er will immer so eine Lücke lassen und sowas Mysteriöses lassen, wo er dann halt sagt, ja, ihr kennt ja meine ganze Vergangenheit eh noch nicht, das sind Sachen, die würdet ihr nicht glauben, will er halt so implizieren, ja. Also er will immer so noch ein bisschen Luft nach oben lassen, dass man sich fragt, was ist da noch alles? Oder wenn er Sachen einfach nicht erklären kann, wenn er zu blöd ist, um was zu erklären, dann springt er da drüber und hofft einfach, dass die Leute den Eindruck haben, er könnte es erklären, aber er macht es jetzt halt einfach nicht. Und hier fliegt es halt auf und dann sagt er einfach, ja, das ist einfach nicht so zu erklären. Und dann sagt er so, okay, vielleicht weißt du es auch einfach selbst nicht. Das ist halt, das müsste man ihm eigentlich bei jedem dritten Satz ungefähr sagen, weil er das halt ständig macht, dass er so diese Lücken lässt und er hofft einfach, es fällt keinem auf und die Leute denken, ach, er weiß schon, wovon er redet. Aber ich kann dir das so nicht genau erklären, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht weiß ich es selber nicht. Wir verstricken uns hier auch in Fragen, die eigentlich gar nicht so dazu beitragen, zur Klärung des Konflikts. Also, ich glaube, das ist gerade ein bisschen, ja. Ja, die Problematik bei der Sache ist halt, Drache, du bist ein sehr, sehr so emotionaler Mensch, weißt du, so, du drehst schnell am Rad, weißt du, und es ist jetzt schon das. Und es ist jetzt schon, wie bitte? Tatsächlich bin ich mittlerweile emotional so gut wie tot. Früher hättest du mich mal erleben sollen. Habt ihr es schon gehört? Rainer ist emotional so gut wie tot. Also er erwähnt das nicht so gern, aber jetzt muss er es doch mal sagen. Also die Emotionen, die sind nicht mehr im Leben. Naja, dann hätte ich es ja nicht mehr reingelassen, oder? Glaub mir, früher hätte ich euch durchaus, das glaub schon. Mir. Aber du hast ja schon zu Herzen genommen, das Ganze. Früher hätte ich mit euch keine Aussprache geführt. Das ist jetzt auch so für mich einer der Hauptgründe, warum das so Premium ist, dieser ganze Ausschnitt, warum ich den so geil finde. Weil es hat eine Dramaturgie im Prinzip. Man könnte es nicht besser schreiben. Seit einer fucking Stunde jetzt fast, oder wenn ihr das hier hört, merke, ich rede wirklich mehr, als ich gedacht hätte. In dem Fall jetzt hier 2 Stunden, wenn ihr diese Version hört. Wenn ihr die reine Audioversion hört von dem Gespräch ohne meinen Kommentar, 1 Stunde. Seit einer Stunde reitet er darauf rum, wie emotional tot er ist und dass er wie in Watte gepackt ist und dass seine 300 Mädels, sich da so große Sorgen drum machen, weil er so, so kalt geworden ist und so. Und jetzt, ihr hört das jetzt auch schon, ich werde es auch gleich nochmal abspielen, ihr hört, wie jetzt langsam anfängt, die Stimme zu bröckeln. Es ist wirklich der perfekte Aufbau dafür, dass er jetzt wegen so einem Schwachsinn halt rumheult. Glaub mir, früher hätte ich durchaus, das schon. Aber du hast ja schon zu Herzen genommen, das Ganze. Früher hätte ich mit euch keine Aussprache geführt. Früher wäre ich gegangen, hätte euch alle gebannt, hätte den Discord gebannt, dann wäre die Sache für mich erledigt gewesen. Ich hätte mein Leben weitergeführt. Ja, man hört schon so ein bisschen. Er versucht es noch runterzuschlucken, aber da kommt die Emotionalität. Sie haben es wirklich geschafft. Rainer ist seit sein ganzes Leben lang eigentlich schon emotional. Also näher in seiner Kindheit war er sehr emotional. Aber seit langer Zeit ist er emotional so gut wie tot. Aber jetzt in diesem Gespräch kommt es doch wieder hoch. Es ist eigentlich ein Weltwunder. Ja gut, aber das zeigt ja dann vielleicht einfach, Drache, dass wir dir vielleicht ja doch etwas bedeuten, ein bisschen, weißt du, wie ich meine? Weil sonst hättest du ja nicht dieses Gespräch gesucht zu uns. Also irgendwo... Hätte ich auch gesagt, ja. Weißt du, wie ich meine? Also ich habe da... Gespräch gesucht habe ich nicht. Ich wollte ja eigentlich die Sache klären. Das war auch gestern schon der Plan. Aber ich habe halt der Dragon Monday, das könnt ihr ja hoffentlich nachvollziehen, ist Arbeit für mich. Und das heißt, Arbeit geht für mich vor. Und dadurch, dass das auch noch dazu ein Neuanfang ist und es mir sowieso schon scheiße ging, weil ich gestern schon irgendwie angeschlagen war und ein bisschen krank bin. Das ist krass, oder? Jetzt ist er auch noch krank gewesen und angeschlagen auf einmal. So. Es reicht ihm jetzt nicht mehr, dass er angepisst war, weil das Programm nicht richtig funktioniert hat, um zu rechtfertigen, wie scheiße er zu anderen Leuten ist. Nee, jetzt ist er noch ein bisschen krank. Und das ist dann natürlich sinnvoll und total nachvollziehbar, dass man dann ein Arschloch zu anderen Leuten ist,
wenn man so ein bisschen angekränkelt ist. Also wenn ihr, keine Ahnung, Freunde habt oder in einer Beziehung seid oder so und ihr mal ein bisschen vom Leder ziehen wollt, sagt einfach, ja, ich glaube, ich habe ein bisschen Schnupfen, du verstehst das. Wobei ich jetzt mittlerweile wieder fit bin, ist wirklich so die Sache gewesen halt, dass das. Aber das ist dann irgendwie immer bei dir, ich weiß nicht. Das sagst du Ja. irgendwie immer, keine Ahnung. Also mir ist es ehrlich gesagt so vorgekommen, du suchst jetzt das Gespräch, weil du nicht die Leute verlieren möchtest, die für dich gratis arbeiten. Es ist irgendwie immer so, dass du dann auf einmal so einen komischen Grund hast mit der Krankheit. Passt auch wieder zu der ganzen Thematik, dass er hinherspringt, Gewalt und so, dass er eigentlich Pazifist ist und so. Er ist eigentlich auch nie krank, außer wenn er halt krank ist mal wieder. So ist mir das jetzt vorgekommen, weil du halt alle entfreundet hast. Also das Ja. war jetzt nur mein persönlicher Eindruck. Ob das so ist, weiß ich Okay, natürlich nicht. folgende Frage. Wer genau arbeitet für mich? In Anführungszeichen Gensoku und Arbeit. Kane, die suchen dir Richtig. ständig die Sachen raus. Richtig. Und wenn die anderen Richtig. weg sind, Dann hat das nichts mit Gensoku und Kane zu tun. dann Ich ziehen bin die sowohl. vielleicht mit, weil die vielleicht sehen, dass okay, der Drache scheißt dann auf die. Warum sollten wir dann noch mit ihm abhängen, wenn er dann genauso gut auf uns scheißt? Okay, dann sage ich euch jetzt, Kensuku und Kane sind ja hier. Dann sage ich euch beiden gleich deutlich, wenn ihr gehen wollt, weil die anderen jetzt auf mich scheißen, macht es. Okay? Ist für mich kein Das Problem. hat jetzt Weil keiner letzten gesagt. Endes, naja, pass auf, die Situation ist, dass du mir vorwirfst, dass ich mich an euch wieder ranschmeißen will. Und das Ich finde ich werfe jetzt dir echt. nichts vor, Drache. Doch, das ist im Prinzip Ich die habe, Aussage nein, dahinter. ich habe Moment, gesagt, warte, es wie es kommt ihm mir so vorgeht. vor. Ich habe dich ausreden lassen, lass mich bitte ausreden. Die Sache ist jetzt für mich die. Ich bin sowohl Azog, der für mich schon was gemacht hat, als auch Kane und Kensuku dankbar. Und ich würde ihnen auch was dafür geben zum Thema Gratis. Frag mal Kensuku, wie oft ich ihm schon angeboten habe, irgendwas für ihn mit zu besorgen. Irgendwie den Grill, den ich zum Beispiel hier noch rumliegen habe, den zusätzlichen Grill, der komplett verpackt ist. Der ist noch nicht mal angefasst worden von mir, außer an der Packung außen, wo ich ihn reingetragen habe. Den habe ich Kensuku schon zweimal angeboten oder sogar schon dreimal, glaube ich. So. Ja. Und das gleiche gilt auch für Kane und auch für Azog, denen ich schon gesagt habe, wenn sie irgendwas möchten oder so, sollen sie mir Bescheid geben. Ich kann keine großen Sprünge machen, aber ich würde gerne irgendwas machen, weil ich denen das erkenntlich zeigen will. Ich bin der letzte Mensch auf dieser Welt, der andere umsonst für sich arbeiten lassen will. Im Gegenteil, meine Amazon-Wunschliste ist Jahrzehnte. Okay, das ist jetzt so viel Bullshit. Da muss ich kurz zwischen pausieren. Es ist. Also das ist doch wirklich unglaublich, oder? Ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich bin der Letzte, der allerletzte Mensch auf der Welt. Da könnt ihr eigentlich Punkt machen, ich bin der letzte Mensch. Aber er sagt, ich bin der letzte Mensch auf der Welt, der andere für sich kostenlos arbeiten lassen will. Und ich würde dir irgendeinen Grill, den ich hier noch rumliegen habe, einfach aufs Auge drücken. Das ist deine Bezahlung. Das ist so dumm, dazu fällt mir nicht mal mehr irgendwas ein. Das ist wirklich so, ey, Chef, ich habe mein Gehalt noch nicht aufs Konto überwiesen bekommen. Was ist denn da los? Oh ja, ich kann nicht so große Sprünge machen. Hier hast du einen Grill. Fuck off. Umsonst für sich arbeiten lassen will. Im Gegenteil, meine Amazon-Wunschliste ist jahrzehntelang so gut wie leer gewesen. Das ist so dumm. Also, wir kommen jetzt hier in ein Territorium, wo mir wirklich nicht mehr so viel einfällt. Als wäre das was Besonderes oder eine Leistung, dass die Amazon-Wunschliste jahrzehntelang, gibt es überhaupt schon seit mehr als einem Jahrzehnt, gibt es schon seit 20 Jahren die Amazon-Wunschliste? Ich glaube es fast nicht, gell? Es kann doch nicht wahr sein. Die ist seit Jahrzehnten leer. Ja, Glückwunsch. Was für ein Schwachsinn. Auf der so gut wie nichts drauf ist, weil ich nichts geschenkt haben will. Und die Leute schenken mir das nicht deswegen, sondern die meinen halt irgendwie, ja, das habe ich verdient, weil ich halt quasi die Videos für sie mache. Die wollen sich erkenntlich dadurch zeigen, weil ich ja größtenteils praktisch umsonst arbeite, weil das bisschen, was ich an Einnahmegeld kriege, so, ist ja nicht gerade viel so. Und da wollen sich die Leute erkenntlich zeigen und die sehen das als erarbeitet und nicht als geschenkt zum Teil auch. Zumindest wird es von vielen oft so dargestellt. Und da ist wirklich die Sache, die ich sehe das trotzdem nicht so. Das ist für mich ein Geschenk, weil ich das meiner Meinung nach nicht erarbeitet habe. Es ist nichts, was ich an geldtechnisch mir selbst gekauft habe, wovon ich was verdient habe von irgendeiner Arbeit her. Er sagt doch die ganze Zeit, dass das für ihn Arbeit ist. Hat er doch jetzt auch schon in dem Video gesagt. Der sieht das total so, dass er diese Sachen verdient hat. Da lässt er halt die anderen Leute so für sich reden. Dann sagen die hier irgendwelche
Fans, die er sich einbildet, die sagen dann, ja, die sehen das, was ich mache, als Arbeiten, die wollen sich erkenntlich zeigen. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass er einfach denkt, er hat es verdient. Er hat es verdient, diese Sachen zu bekommen. Das ist die Entlohnung für seine Arbeit. Und ich bin mein Leben lang so erzogen worden, dass ich für das, was ich habe, arbeiten muss. Und alles, was ich habe, habe ich mir erarbeitet, beziehungsweise habe ich dann von meinem Vater geerbt bekommen und versuche auch das mir zu erarbeiten. Einer der Gründe, warum ich... Wer wird denn nicht so erzogen in Deutschland jetzt zum Beispiel? Das ist so, also, was ist denn die Alternative dazu? Dass man nicht für, also man muss halt für das arbeiten, was man haben will. Wie kann man denn sowas als was Besonderes darstellen, ey? YouTube mache, ist, dass der einzige, das ist nicht der einzige Grund, aber ich verdiene auf eine andere Art und Weise nicht genug Geld, um mein Haus und mein Leben zu finanzieren, weil ich mir dieses Grundstück eigentlich gar nicht leisten könnte, wenn ich nicht mit YouTube Geld verdienen würde. Bei einer normalen Arbeit würde ich mit 1.100, 1.200 Euro heimkommen. So komme ich mit 1.500 bis 1.800 Euro heim. Ja gut, das sind Sachen, die mich als guten Bekannten dann natürlich vielleicht nichts angehen, aber ich wollte halt einfach nur sagen, wie es mir vorgekommen ist. Das war, wie gesagt, kein Vorwurf. Was war das jetzt für ein Argument, dass er halt Geld braucht, um sein Haus zu halten? Ja, bravo, Glückwunsch. Die Alternative ist, dass du deinen Haushalt nicht mehr halten kannst und noch mehr Schulden machst, als du eh schon hast. Das ist so, also das stellt er da, als wäre das irgendwie, als wäre das was für ihn spricht. Als wäre das so eine Tugendhaftigkeit. Ich wurde so erzogen, dass ich für mein Geld arbeite. Ich wurde so erzogen, dass ich ja, dass mein Haus halten muss. Was geht in diesem Döskopf vor? Was ist das für ein Gequatsche? Naja, die Sache ist wirklich die. Kane, Kensoku und ihr alle seid erwachsen. Und ich sehe euch auch als solche. Und wenn ihr jetzt zu mir sagen wollen würdet, dass ihr keinen Bock mehr auf mich habt und euch verpissen wollt, dann wäre das für mich traurig, würde mich wahrscheinlich emotional auch angreifen. Nur so am Rande übrigens, ich habe geheult nach der Aktion neulich und dazu gehört mittlerweile schon was. Das haben wir uns alle schon gedacht, ja. Ja, und dazu gehört mittlerweile schon was. Früher war ich total die Heulsuse. Ich habe wegen jedem Scheiß geheult. Wie oft hat er das jetzt schon angesprochen? 5-mal, 6-mal? Aber in den letzten 5 bis 6 Jahren ist es immer schwerer geworden, mich zum Heulen zu bringen. Das ist echt heavy gewesen so. Und für mich ist wirklich so die Sache, ihr seid alle erwachsen, ich sehe euch als Erwachsene und ich behandle euch wie Erwachsene in dem Sinne. Weil letzten Endes kann jeder von euch das machen, was er für richtig hält. Sowohl Kane, als auch Kensoku, als auch Ahsok und jeder von euch, der jetzt gerade hier ist oder vielleicht auch gerade nicht hier ist, ist selbst in der Lage zu entscheiden, was er möchte. Und ich akzeptiere eure Entscheidung dann auch. Ich bin keiner, der anderen Leuten hinterherrennt. Und das ist einer der Gründe, warum ich euch aus der Liste rausgenommen hatte. Ihr habt darum gebeten, den Mod verlassen zu dürfen. Oder besser gesagt, ihr habt gesagt, dass ihr den Mod verlassen möchtet, dass ihr ihn entfernt haben möchtet. Ja, aber warum haben wir das gesagt? Ich weiß, warum ihr das gesagt habt, aber ich habe dann dem Ganzen nicht widersprochen, weil es eure Entscheidung ist. Und ich bin davon ausgegangen, und ich gehe davon aus, dass ihr darüber nachgedacht habt. Und dann bin ich halt davon ausgegangen, gut, warum soll ich da jetzt groß diskutieren und rumstreiten? Wenn ihr das möchtet, dann akzeptiere ich das und da habe ich auch kein großes Recht mehr, mich einzumischen. Ja, weil letzten Endes, und das habe ich euch schon mal gesagt, letzten Endes, ob ihr auf YouTube oder auf Discord oder irgendwo anders was für mich macht und mir hilft, jeder von euch ist da freiwillig. Und wenn er das nicht mehr möchte, darf er gehen. Ich zwinge euch zu gar nichts. Also, ich finde, das fällt mir jetzt gerade so ein, oder das beobachte ich gerade. Ich habe das Gefühl, die größte Arroganz beim Rainer kommt dann durch, wenn er auf die Sachen verweist, die er gnädigerweise nicht verlangt. Er sagt jetzt, ich verbiete es euch nicht zu gehen. Das ist zu gütig. Aber genauso wie das, was er eben gesagt hat mit dem Geld. Ich habe gelernt, dass ich für mein Geld arbeiten muss. Dass er das extra herausstellt, ist halt so krass. Was ist denn die Alternative, dass du Adelsblut hast und dann einfach, dass der Pöbel dich bezahlt oder was für deine Existenz? Das ist so abgehoben. Und jetzt halt auch so,
Nö, ich nehme es mir gar nicht raus, dass ich euch in meinem Discord einkerkere. Als hätte er überhaupt die Möglichkeit dazu. Das sind sowieso alles so Sachen, die überhaupt keine Möglichkeit sind. Es gibt keine Möglichkeit, dass er einfach, das Geld auf einmal aus dem Nichts kommt. Und es gibt auch keine Möglichkeit, dass er die Leute davon abhalten kann, vom Discord zu gehen. Aber er stellt es so dar, als würde es auf seiner Güte basieren. Und das ist einfach, ist wirklich krass. Ich habe euch auch nie dazu gezwungen, die Leute zu bannen oder zu kicken oder sonst was. Ich habe euch gesagt, ihr könnt den Discord, wenn ihr wollt, so führen, wie ihr möchtet. Die einzige Bedingung, die ich habe, ist, wenn ich jemanden banne, bleibt er gebannt. Punkt. Und darüber hinaus lasse ich euch den Discord führen, wie ihr den für richtig haltet. Ja. Das sagst du Also. jetzt so, Bro, aber du mischst dich schon sehr viel ein, das weißt du auch. Das ist, als ich wieder auf deinen Discord gekommen bin, Bro, und ich mit dir noch nicht gesprochen hatte, war ich unten mit ein paar Leuten, wir haben nur im Musikraum gechillt, du bist runtergekommen, du hast alle zu Sau gemacht, Bro. Also, wie kannst du dann sagen, dass die Admins und die Mods das so führen können, wie sie wollen, weißt du, was ich meine? Egal, das ist auch jetzt scheißegal, es geht nicht darum, ich will jetzt gar nicht Genau, also ich sagen. glaube, grundsätzlich ging es einfach darum, dass es gab einfach keine Klärung. Es gab keinen Hinweis. Die Mod-Ränge von manchen einfach genommen und entsprechend war die halt sauer. Schau mal, die Leute machen das auch freiwillig hier. Ich wollte es ja klären, aber ich hatte ja gar keine Chance, es zu klären. Ihr habt mir ja nicht mal den einen Tag Zeit gegeben. Das Ich stimmt meine, ihr nicht. habt Das stimmt natürlich, nicht. ihr hattet, Nein, das stimmt nicht, Bro. Schau mal, du hast doch selber geschrieben, dass schau es mal dich in nicht mehr den. interessiert. Wir haben den Mod deswegen abgegeben, weil wir dachten, dass du auf uns scheißt und dich das Thema nichts mehr angeht. Deswegen haben wir Mod abgegeben, weil wir gesehen haben am nächsten Tag, wir schreiben Texte, den juckt es gar nicht, weißt du schon? Dann haben wir gedacht, okay, der scheißt auf uns. Okay, dann gehen wir halt, wenn er auf uns scheißt, okay, kein Problem. Das war der einzige Grund, warum wir Mod abgegeben haben. Weil keine Klärung da war. Weil alle gedacht haben, was ist jetzt los? Der ist abgehauen, dann bam, entfreundet, der scheißt auf uns. Okay, gut, wenn der auf uns scheißt, dann ist es halt so. Weißt du? Darum haben wir Mod abgegeben. Bro, und du hast gesagt am Tag davor, dass für dich ist das Thema geklärt, du hast es auch vielen anderen geschrieben und bla 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 und bist dann weg, weißt du? Und dann haben wir gedacht, okay, der ist weg, den interessiert es nicht mehr, schade und so, weißt du schon, viele waren sauer und so, warum, so plötzlich, bam, 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 Stress hin und her und dann haben wir uns auch gedacht, okay, wenn er dazu nichts mehr sagt, dann gehen wir halt, lassen wir ihn halt. Darum ging es mir, Bro. Weißt du, es ist halt einfach so, ja. Dieses Gestreite und so strengt halt an und dann haust du ab, dann bannst du die, entfreundest und so und Chaos und alle sind dann durcheinander. Keiner weiß warum. Keiner. Ja, dem würde ich so zustimmen. Jo. Das hat halt schon verletzt. Tja. Dass ich zuerst verletzt war, dadurch, dass ich extrem angegriffen wurde an dem Tag und zur Sau gemacht wurde, und das wurde ich, auch wenn du das widersprichst, Asok. Ja, wir haben dir Dass schon ihr Kontra zu gegeben, einer, ja. und dass ihr, ja, konnte. Es hat halt wirklich was Komödiantisches. Es gibt wirklich so, es gibt so ein paar Sachen oder eine Art von Humor, den man einfach nur im Game findet. So das Offensichtlichste, finde ich, ist so diese Selfmade-Sachen. Bestimmte Lieder, die dann so von Hatern gemacht werden. Oder Animationen und so weiter. Das hat halt einen gewissen Charme, den man im heutigen Internet weniger findet als vor 10, 15 Jahren, sage ich mal. Falls ihr mir da folgen könnt. Also das hat so einen gewissen Untergrundcharme. Das ist so einer der Hauptaspekte, warum das Game so interessant und so unterhaltsam sein kann. Aber hier ist noch so ein viel kleineres Ding. Ich finde, dass das so eine eigene komödiantische Note hat, das Timing, weil jetzt wurde Rainer ganz ruhig und man hat immer diese Momente, wo man merkt, er überlegt gerade so. Normalerweise redet er weiter, während er überlegt und sagt dann irgendwelche Satzfragmente, die nicht so viel Sinn machen, halt so Hülsen. Aber jetzt war er ganz ruhig und man dachte, was kommt jetzt? Ich wusste jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf, was jetzt als nächstes kommt. Und dann
Aber was ist mit mir? Also, weißt du, damit so das Thema wieder auf ihn halt, so irgendwie reden wir gerade darüber, dass ich schuld bin, aber wir sollten darüber reden, dass ich eine arme Sau bin. Ich finde, wir sollten das ganze Thema jetzt mal wieder auf die Gleise bringen, so auf den richtigen Weg bringen. So, ich weiß nicht, ob das andere Leute auch so hören, aber ich finde, das hat schon irgendwie was, so die Art, wie das gerade rübergebracht wird, vom Timing her und von dem Gespräch einfach her, von der Dynamik. Wurde und das wurde ich, auch wenn du das widersprichst. Also Moment, ich mach nochmal zurück. Tja. So ganz ruhig. Dass ich zuerst verletzt war, dadurch, dass ich extrem angegriffen wurde an dem Tag und zur Sau gemacht wurde, und das wurde ich, auch wenn du das widersprichst, Asok. Das habt ihr wohl vergessen. Ja, wir haben dir schon Kontra gegeben. Und dass ihr, ja, Kontra gegen mich und für Waffi, wo ich sage, dass Waffi noch mehr vorhat, als nur das, was bisher passiert ist, und ich gesagt habe, dass ich nach meinem Gefühl gehe und mein Gefühl normalerweise richtig ist, auch wenn ich, wie gesagt, nach wie vor einräume, dass ich mich auch täuschen kann. Und ich euch jetzt noch einmal deutlich sage, die wird euch gewaltig hintergehen. Glaubt mir oder lasst es. Dann ist halt einfach so die Sache, wo ich mir einfach gedacht habe, das Messer in meinem Rücken steckt schon drinnen und jetzt haut jeder mit dem Hammer auf das Messer, dass es noch tiefer rutscht, so. Das ist übrigens ein sehr starkes sprachliches Bild, das sich hier im letzten Akt, wir befinden uns jetzt ungefähr im letzten Viertel, würde ich sagen. Hier wird jetzt nochmal ein Motiv für dieses Drama herausgekramt, das Messer, das schon im Körper steckt. Und diese Scheißmods, die einfach nicht machen, wie der Rainer das am liebsten will, die drücken das rein. Und ich habe mich dann halt einfach, habe mir einfach gedacht, ja, gut. Und das sage ich euch jetzt deutlich, wie es ist, wenn es jetzt anscheinend so darauf hinausläuft, wie es jetzt im Moment ist. Dann leckt mich am Arsch, dann lasst euch von mir aus das Messer von ihr in den Rücken rammen, was sie bei mir ursprünglich gemacht hat, was ich schon vorher gesehen hatte, was ich euch auch jetzt nochmal gewarnt habe, was ich euch auch vorher gewarnt habe. Und wenn ich mich dumm anmachen lassen darf von ihr. Kennt ihr das, wenn ihr schon merkt, dass da jemand mit einem Messer hinter euch steht und euch reinrammen will, aber es trotzdem, ihr macht einfach nichts, ihr lasst es euch reinrammen. Und dann noch von euch hinterher, wo ich eigentlich Gutes im Sinn hatte. Das Beste. Dann kann ich euch nicht mehr helfen. Rainer hat nicht Gutes im Sinn, also Rainer, seid doch mal nicht so bescheiden. Rainer hat doch nicht nur Gutes im Sinn, er hat das Beste im Sinn. Ich hatte euch in der Vergangenheit schon bewiesen, dass ich normalerweise... Wieder mit Waffi und so, sie so extrem so... Das ging ja nicht jetzt darum. Es geht doch nicht um Waffi, Bro. Das ist komplett egal, das Thema Waffi ist gegessen, also ihr zwei versteht euch nicht, alles cool. Wir sind doch nicht hier, dass wir von dir verlangen, dass du dich mit Waffi verträgst, wenn du keinen Bock auf die hast, dann fertig. Alles gut. Es geht einfach nur um den Umgangston auch uns gegenüber und allem, und es hat nichts mit Waffi zu tun. Der Umgangston, ihr euch gegenüber, überlegt mal, wie die Situation war. Ich habe gegen Waffi geschossen. Daraufhin wurde er gegen mich geschossen, von euch. Ich war zum Beispiel an dem Abend gar nicht anwesend. Waffi ist deswegen das Thema, weil es damals Waffi das Problem war. Ich habe mich gegen Waffi ausgesprochen und habe mich aufgeregt darüber, dass sie hier ist, weil auf einen Schlag mein sicheres Gefühl einfach mal, keine Ahnung, den Hain zum Fraß vorgeworfen wurde oder was auch immer für ein Vergleich euch am besten erscheint. Und dann wurde ich angegriffen aufgrund dessen, dass ich Waffi angegriffen habe. Und dann denke ich mir halt letzten Endes so, ja, es geht nicht um Waffi. Mhm. Ja, es geht darum, wie der Umgangston war. So. Und der Umgangston war von mir gegen Waffi, der meiner Meinung nach, und da dürft ihr mir gerne widersprechen, dann ist die Sache für mich nämlich erledigt, mein Umgangston gegenüber Waffi war gerechtfertigt und war richtig, nach dem, was sie abgezogen hatte. Und nachdem ich bereits vorher schon gesagt hatte, dass ich sie für eine Haterin halte, was ich auch gesagt hatte zu ein, zwei Leuten, die auch hier anwesend sind, bevor sie diese Scheiße abgezogen hat in meinem Discord, hatte ich bereits gesagt, dass ich sie für eine Haterin halte. Und genau so hat sich's herausgestellt. Und deswegen ist Waffi das Thema. Der Umgangston ist nämlich nur deswegen so entstanden, weil ich mich gegen sie ausgesprochen habe, woraufhin wiederum ich angegangen wurde, weil ich mich gegen sie ausgesprochen hatte.
was ich berechtigt gemacht habe. Ja, aber, ja, du bist der Einzige, der es berechtigt sieht. Ja, aber diese Hater-Aktion, ja, diese Aktion von Wafi. Okay, Zefi, wenn ich das eigentlich der Einzige bin, dass es gerechtfertigt findet, dass eine Haterin, eine dreckige kleine Hure von Haterin, sich von mir aus irgendwo ins Knie ficken kann und woanders vor die Hunde gehen kann, als da, wo ich bin. Und ich schon extra aus einem Discord mich verpisst habe, in dem sie rumhängt, ja, damit ich ihr aus dem Weg gehe und sie in einem anderen Discord auftaucht und mir wieder auf die Eier geht, obwohl ich schon versuche, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Sefi, tut mir leid, aber dann kann ich euch nicht mehr helfen. Aber nee, warum ist sie jetzt eine Haterin? Sie hat damals nur ihre Meinung aufgebrochen, das hat sie nicht gepasst. Sie ist eine Haterin, weil sie mir seit Monaten vorher bereits immer wieder auf eine Art und Weise auf den Sack gegangen ist, wie es nur Hater tun. Ich weiß, dass es... Pass auf. Hier kommen wir... Ich lasse das nochmal laufen. Ich weiß, dass es für euch weit hergeholt klingt, wenn ich euch sage, dass ich anhand des Umgangstons heraushören kann, ob die Person ein Haterin ist oder nicht. Ich habe einfach Erfahrung damit, auch wenn ihr das tausendmal wieder dementieren möchtet. Ich habe das... Es gibt Ausnahmen, wie immer, aber wenn ich mit einer Person spreche und eine Person über Wochen und Monate hinweg einen bestimmten Ton in der Stimme beibehält, dann ist im Normalfall 99% sicher, dass die Person eine Haterin ist. Ja. Das ist das, worauf ich so am Anfang länger eingegangen bin. Das ist dieses, dass er sich halt rausnimmt, dass er den sechsten Sinn hat für Hater, auf den er sich berufen kann, und dann muss er auch nicht weiter irgendwas beweisen oder so. Also ihr hört ja, das ist seine Rechtfertigung. Und wenn man das jetzt hier aus dieser Situation mit Wafi und den Mods rausnimmt und halt auf sein ganzes Leben bezieht, dann sieht man halt, warum er so ist, wie er ist. Und warum sich das auch nicht verändert und warum sich das auch nicht mehr verändern wird. Es gibt ja immer noch Leute, die versuchen, mit ihm zu reden und versuchen, ihm da eine neue Perspektive zu geben. Aber er hat sich jetzt eingenistet in diesem System, in diesem Erklärungsmodell. Und aus diesem Erklärungsmodell, da könnt ihr ihn zu viert, um es jetzt mal bildlich zu sagen, jeder packt ihn am Arm und an den Beinen, ja, jeweils an einem Arm und an einem der Beine, und ihr versucht, den da zu viert rauszuzerren, das schafft ihr nicht. Er wird bis zum bitteren Ende da drin bleiben, in seinem Kampf, seinem großen Kampf gegen die Hater. Und die Hater sind alle, die ihn davon abhalten, sein Leben genau so zu leben, wie er es möchte. Mit anderen Worten, alles, was zwischen ihm steht und seiner sofortigen Triebbefriedigung, ist Hate. Das ist der Kampf, den er sich ausgesucht hat. Das ist das, das Feindbild, das er sich ausgesucht hat. Und das ist so ein großes Feindbild und so ein universelles Feindbild und vor allem ein Feindbild, das man auf so viele Situationen anwenden kann und auf so viele Leute anwenden kann, wie es einem gerade passt, dass es so gut wie unmöglich ist, ihn aus dieser Perspektive herauszuholen. Das könnt ihr einfach vergessen. Für alle, die jetzt sich denken, vielleicht, wenn ich mit dem rede, vielleicht kann ich da noch was verändern. Nee, sage ich euch ganz einfach. Der Zug ist abgefahren. Und Wafi hat das nicht nur ein, zwei Wochen oder ein, zwei Monate gemacht, sondern fast ein halbes Jahr lang. Ja, okay, aber Drache, guck mal, an dem Tag, als wir auf dem Rudel waren und du dich mit Wafi gestritten hast und du dann gesagt hast, ich gehe, ne? Aha. Wie genervt der da ist. Jetzt sagen die schon wieder irgendwas gegen mich. Jetzt habe ich irgendwas. Was wollte ich jetzt sagen? was wollte ich jetzt sagen? Was ich auf dem Rudel ich gehen wollte oder gesagt habe, dass ich gehe. Genau, schau mal. Du hast gesagt, Waffi ist Haterin. Du sagst, du hattest das Gefühl schon lange davor.
Aber warum hat Wafi bis jetzt nie so etwas gemacht? Sag mal, bin ich eigentlich bescheuert? Mir fällt gerade auf, die sagen ja selbst Hater. Niemand sagt wirklich diesen echten Begriff Hater. Das ist, ich fühle mich manchmal wie in der Parodie von der Parodie so. Das, normalerweise müssten die doch jetzt ernsthaft von dem Begriff Hate sprechen. Hater, nicht Hater. Es ist einfach so absurd teilweise. Erst nachdem ihr euch gestritten habt. Vielleicht hat sie sich verletzt gefühlt, du weißt es doch nicht. Vielleicht wollte sie dir eins auswischen oder dachte sich, ey, was fickt der mich jetzt hier und warnt mich einfach so, nur weil wir hier kurz einen Konflikt hatten. Azog. Keine Ahnung. Azog, es ist richtig. Ja, warum hat sie es nicht vielleicht gemacht? Vielleicht war sie angepisst, oder? Weißt du, wie ich meine? Ich kann dir wahrscheinlich spontan 10 Hater aufzählen, die sich genauso verhalten haben. Fangen wir mal alleine bei der Erdbärchen oder bei den ganzen anderen an. Und es sind nicht nur Frauen dabei, es sind auch Männer dabei gewesen. Ja, zum Beispiel der Imp, nur mal als Beispiel, ja, das ist wahrscheinlich ein Beispiel, das ihr jetzt überhaupt nicht wisst. Impertinentius, ja. Bevor ich wusste, das war ganz am Anfang von YouTube. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich habe mal in irgendeinem Stream zufällig reingehört und da hat ein, ich weiß nicht, wer es war, aber jemand hat mal gesagt, Rainer ist so stolz drauf, dass er Impertinentius aussprechen kann, dass er das immer dazu sagt, wenn er Imp erwähnt. Und das passt dir halt wieder. Also es ist wirklich schön, schöne Beobachtung und ich finde es ziemlich witzig. Er hat sich monatelang mit mir unterhalten über Discord, über Teamspeak, damals gab es noch kein Discord, aber über Teamspeak vor allem. Wir haben uns da unterhalten, haben uns super verstanden und alles und dann hat er angefangen, mich zu ficken. So. Und das ging auch monatelang. Und das ist nur eines von vielen Beispielen. Dann gab es natürlich, wie gesagt, noch die ganzen Erdbärchen und Cola-Bärchen und wie sie alle heißen. Und dann gab es aber auch noch der Dorian, war auch so einer. Okay, ich habe jetzt eine Frage. Wenn du jetzt seit 6 Monaten oder seit 3 Monaten vermutest, Wafi eine Haterin ist. Tue ich nicht. Und du bist im Rudel und dann bricht der Streit los. Und dann sagen die Leute etwas und die Diskussion war ja, dass du dann gesagt hast, ey, ich sag euch immer die Wahrheit, wenn mir was nicht passt. Ja. Und ihr tut nur hinter den Rücken lästern oder ihr traut euch nicht sozusagen. Ne? So, wenn du doch seit Monaten mit Wafi ein schlechtes Gefühl hast, warum klärst du das dann nicht? Hier. Warum gehst du dann oder bannst sie vorher oder sowas? Habe ich versucht, gebannt habe ich sie absichtlich nicht. Weil, für Wafi kam das, glaube ich, so rüber, du bannst sie und erzählst dann allen, sie ist Haterin und so. Und dieses Erzählen, dass sie danach Haterin ist, hast du dann irgendwie nur so getan, dass du irgendwie eine Rechtfertigung hast oder keine Ahnung. So ist es vielleicht vielen rübergekommen oder ihr oder keine Ahnung. Die Sache ist, ich habe eigentlich niemandem groß erzählt, dass ich sie für eine Haterin halte oder dass sie eine Haterin ist. Ich habe nur 2 oder maximal 3 Leuten erzählt, dass ich das Gefühl hatte und habe, dass sie eine Haterin ist. Und wenn diese 3 Personen oder 2 Personen es nicht an sie weitergeleitet haben, weiß sie gar nicht, dass ich sie für eine Haterin gehalten habe. Das, was sie abgezogen hat, gehe ich mal stark davon aus, hat sie von sich aus abgezogen. Ohne, dass sie wusste, dass ich sie für eine Haterin halte oder dass ich sie im Verdacht habe. So. Weil es wussten, ich weiß nicht, ich sage jetzt einfach mal, es wussten, mit Sicherheit wussten es Kane und Otter, denen habe ich es gesagt. Und ich glaube, bei Noria habe ich es noch gesagt. Das kann sein, ja. Allerhöchstens kann es noch Mila gewusst haben. Und ich glaube, keiner von denen hat es ihr gesagt, dass ich das verdächtige. Und zumindest gehe ich jetzt mal davon aus einfach. Und das würde letzten Endes beinhalten, dass sie das, was sie abgezogen hat, gemacht hat, ohne dass sie wusste, dass ich sie für eine Haterin halte oder dafür verdächtige. Also wäre dieser Punkt, denke ich, geklärt. Ja, aber Drache, du bist doch Tage und Wochen mit uns, hast du doch dort gechillt, gekifft, gecampt, alles und sie war auch da. Du hättest es doch klären können, weil in dieser Zeit dachtest du dir ja schon, dass sie in Anführungszeichen Haterin ist. Warum chillst du dann da mit uns seelenruhig? Und ihr, obwohl du campst und du denkst doch nach deiner Theorie, dass sie Haterin ist, aber du zeigst ihr das Gesicht, du streamst, bla bla bla. Ja, das von mir her weißt ist nicht mein. Ja, aber klar weiß ich, was du meinst. Und aus dem Nichts kommt einfach, ja, du gehst mir eh schon seit Monaten auf und sagst Tschüss und gehst weg, bannst den und verlässt und dies. Und das kam einfach so plötzlich. Und da kann ich mir jetzt vielleicht vorstellen, dass sie sich dachte, ey, fuck, was macht der? Der tut mir Unrecht, jetzt ficke ich ihn vielleicht. Einfach aus Trotz, okay, war nicht gut, dass sie das löscht. Natürlich hätte ich jetzt auch nicht gemacht persönlich, wenn ich jetzt stinkig auf mich gewesen. Finde ich ein bisschen übertrieben, aber ey, so irgendwie denke ich. Keine Ahnung. Ich will mal kurz jetzt auch was sagen. Ich glaube, wir haben uns nicht hier irgendwie jetzt
versammelt, um irgendwelche Streitgeschichten zu klären mit Drache und Wafi. Ja. Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt, um Rainer Winkler und sein Ego zu vermählen. Sie dürfen die Braut jetzt heden. Sag ich ja, aber... So, ja, ja, warte. So, also, ja, gut, dass du es angesprochen hast. So, jetzt weiß Drache vielleicht noch, wie du das siehst. So, aber ganz ehrlich, also... Der Umgangston, wie ich aber schon gesagt habe, der Umgangston von mir ist nur deswegen so entstanden, ne? Weil es, und das war auch nur auf Waffi bezogen und meiner Meinung nach, wie gesagt, gerechtfertigt, und offensichtlich ist laut Sefi das ja nicht gerechtfertigt gewesen, wie ich mich verhalten habe. Aber letzten Endes ist meine Reaktion unter anderem, dass ich euch rausgehauen habe und so weiter, auch aufgrund eurer Reaktionen passiert. So. Und ich habe letzten Endes einfach keinerlei großen Bock mehr drauf gehabt, da ewig und drei Tage zu diskutieren. Weil ich sowas alles schon durch hatte und mich sowas ermüdet und langweilt. Und das könnt ihr jetzt gerne so sehen, wie ihr möchtet. Von mir aus seht ihr mich als Arschloch, von mir aus nicht. Das ist eure Sache. Das überlasse ich auch komplett euch. Ja, wie gesagt, es ist scheißegal, was du damit Buffy hast. So. Also mir zumindest. So, ich habe ja gerade schon gesagt, ich fand es komisch von beiden Seiten. So, für mich wart ihr in dem Moment irgendwie beide so knechtmäßig unterwegs, aber es spielt auch gar keine Rolle. Ist scheißegal. Vielleicht bin ich inzwischen zu alt dafür, aber sagt man das? So knechtmäßig unterwegs ist eigentlich eine, naja, zumindest interessante Formulierung. So, ich will mal irgendwie, dass wir vielleicht das einfach zum Abschluss bringen. So, also warum bist du sauer, Azog? So einfach kurz gesagt, oder Kane, so, also ich denke doch wahrscheinlich so das einfach... Ich bin nicht sauer, ich war einfach nur enttäuscht. Oder enttäuscht, ja. Ist natürlich ein bisschen abgestanden, der Spruch, aber es ist auch irgendwie ein Klassiker und es hat seinen Grund, warum der von Generation zu Generation weitergetragen wird, um ihn Kindern in die Fresse zu reiben, wenn sie irgendwas falsch gemacht haben, oder in diesem Fall dem guten Rainer. So, einfach... kurz gesagt, oder Kane, so, also ich denke doch wahrscheinlich so das einfach... Ich bin nicht sauer, ich bin nicht sauer, ich war einfach nur enttäuscht. Oder enttäuscht, das, ja, das ist das richtige Wort, enttäuscht, genau. Enttäuscht, ja, enttäuscht. Ich war halt enttäuscht und dachte mir so, okay, und ich wenn denke es so doch, läuft, dann einfach keine Erklärung kam, oder irgendwie, nicht irgendwie was zurückkam, oder nicht, also so war das in meinem Fall jetzt. Genau, ja, so geht's auch. Also im Grunde war die Kommunikation einfach einseitig, sag ich mal. Es war einseitig, seitens nur von uns, und das hat das Ganze einfach eskalieren lassen. Das heißt, die Kommunikation zwischen uns muss einfach besser werden und dann... Ja, und das Problem, glaube ich, bei vielen war, dass es nicht das erste Mal war, dass halt so emotional reagiert wurde. Jetzt halt viele sich einfach denken so, okay, wir können uns jetzt hier alle vertragen und weitermachen, aber nächste Woche passiert wieder irgendein Fehler und dann sind wieder alle gefährdet. Und dann, weißt du so, deswegen die Leute so haben dann so keinen Bock mehr gehabt, weißt du, weil die einfach gedacht haben, was soll das? Schon wieder wird gebannt. Schon wieder. Was glaubst du, wie ich mich fühle in der Situation? Das wissen wir ja nicht, Bro. Ja, gar nicht wahrscheinlich. Du bist doch emotional jetzt total abgeklärt und kalt und so. Ich kann das nachvollziehen, klar. Ich bleib dieses Spiel seit 8 Jahren. Glaubst du, wie es mir damit geht? Entschuldigung, können Sie bitte die Fahrkarte vorzeigen? Nein, seit 8 beschissenen Jahren machst du das jetzt mit. Ich kann das durchaus nachvollziehen, dass ihr euch das so angepisst und alles fühlt. Aber für mich ist diese Situation seit 8 Jahren der Fall. Ich habe das alles schon 8 Jahre lang immer wieder, diese Situation hin und her und Gedöns und Getue und gemacht. Seit wie vielen Jahren? Der ist ein Hater, der hat jetzt monatelang sich gut verhalten, dann stellt sich das Hater raus. Der hat sich jetzt nur 2 Wochen gut verhalten, dann ist er als Arschloch gewesen. Was meinst du, wie satt ich das habe? Ja, ich weiß, Bruder, dass du das satt hast, dass du niemandem vertrauen kannst und so, dass jeder dein Leben ficken will. Natürlich ist das mies. Ich würde mich wahrscheinlich umbringen, wenn ich in deiner Situation wäre, aber... Der Grund, warum ich so hart reagiere. Ist halt, ja... Ich weiß, dass es für euch vielleicht hart sein mag, die Reaktion. Für uns ist halt... Wir können ja trotzdem nichts dafür. Würde ich vielleicht aus eurer Sicht genauso sehen, wenn ich in eurer Situation wäre, aber Sache ist halt... Die Sache ist, wie gesagt, ich habe nicht vor, von euch irgendwie bemitleidet zu werden. Das will ich von niemandem auf der Welt.
Ich habe auch nicht vor, irgendwie Stress zu machen, Streit zu haben oder was auch immer. Ich will einfach nur mein gottverdammtes Leben führen und möchte nicht wegen jedem Scheiß mich immer irgendwo rechtfertigen oder stressen müssen. Und Das ist immer so eine Nullaussage, die aber sehr gern benutzt. Ich will nur mein Leben leben. Bedeutet halt nichts. Das bedeutet vielleicht, ich möchte, dass mein Leben genauso abläuft, wie ich es will. Und ich möchte, dass da keiner zwischensteht, zwischen mir und diesem Ziel. Aber er möchte das dann halt so, ja, nachvollziehbarer formulieren, mit dem ich will nur mein Leben leben. Das ist ätzend. So eine Nullaussage einfach. Und letzten Endes ist einfach die Sache, die macht, wie ihr es für richtig haltet. Mir persönlich, ich sag nicht, das ist mir egal, aber es ist letzten Endes, mir fehlt ein besseres Wort. Also es ist mir an sich egal, wie ihr es letzten Endes handhabt. Ich akzeptiere es, wie ihr es machen wollt. Mir ist es, ja, mir fällt kein anderes Wort dafür ein. Aber was akzeptierst du? Was ihr jetzt vorhabt, keine Ahnung, was ihr jetzt vorhabt, das müsst ihr letzten Endes entscheiden. Wollt ihr weiterhin wieder da sein? Wollt ihr abhauen? Keine Ahnung, was ihr machen wollt. Ich habe jetzt keinen Plan, was ihr vorhabt. Und es geht mir auch letzten Endes nichts anderes. Es muss letzten Endes, müsst ihr entscheiden, was ihr richtig haltet, so wie ich mich entscheiden muss, es zu machen, was ich für richtig halte. Schau mal, Bro, ich sag dir was. Wir sind keine Pussys, du nicht, ich nicht, keiner hier. Ja, wir sind doch alle erwachsen, oder nicht? Schau mal, du kannst einfach sagen, ey Leute. Ich würde übrigens, also das, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das war jetzt auch nochmal so ein letztes Pokern von Rainer, weil es ging ihm jetzt natürlich sehr darum, sind diese Leute jetzt noch bei mir? Werden sie noch weiter für mich arbeiten, für meine hammerhart zu produzierenden Dragon Mondays? Und ich glaube auch gewissermaßen werden die weiterhin mein soziales Umfeld stellen. Und ich würde vermuten, dass er in dem Moment noch gedacht hat, also er hat ja gesagt, ich überlasse das euch, aber ich glaube, er hat das halt in dem Glauben gesagt, dass sie sich darauf einigen, dass sie dann weiter zusammen Zeit verbringen und zusammen arbeiten, in Anführungszeichen. Schauen wir mal, wie das so läuft für ihn. Pass auf, es tut mir leid, war ein bisschen dumm von mir so zu reagieren, das nächste Mal mache ich es nicht mehr so und fertig. Einfach, wir geben uns die Hand virtuell und fertig. Du entschuldigst dich einfach, ciao. Tja. Will doch niemand mehr, oder? Es geht doch nicht darum. Und hier will dich auch keiner ficken, weißt du, wie ich meine? Guck mal, wie viel die Leute helfen, Bro. Und keiner will auch Geld von dir. Für was? Achso, nimm es mir nicht übel, aber ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich mich so verhalten habe, wie ich es seit Jahren für gerechtfertigt halte. Weil ich seit Jahren immer wieder irgendeine Scheiße habe. Ich werde mich nicht dafür entschuldigen, wie ich mich verhalten habe. Okay, wenn du dich nicht entschuldigen willst, von meiner Seite aus war's das. Ich wünsche dir alles Gute und das war's dann für mich. Wenn du für dich sagst, das war okay so, mir gegenüber, den anderen gegenüber, dann ist es Sache für mich persönlich. Ich kann dir sagen, dass es mir leid tut, dass du dich, wie gesagt, ich kann dir sagen, dass es mir leid tut, dass du dich verletzt gefühlt hast. Da versucht er jetzt halt noch irgendwie das zu retten. Ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass direkt so eine handfeste Aussage kommt, wie für mich war es das dann. Also, dass er so von wirklich so eine einfache, direkte Wahl gestellt wird. Entweder du entschuldigst dich oder das war's. Ich glaube, da war Rainer ein bisschen erschlagen in dem Moment und da versucht er jetzt doch ein bisschen zurückzurudern. Also, es tut mir leid, dass du das so wahrnimmst oder so. Also, natürlich halt nicht sagen, es tut mir leid, ja, das geht nicht. Aber so versuchen, so einen Mittelweg zu finden, ist gerade, also das ist gerade noch so das Letzte mit den Armen rumrudern, wenn man kurz vorm Absaufen ist, gefühlt. Dazu stehe ich, das tut mir leid, aber ich werde mich nicht dafür entschuldigen, wie ich mich verhalten habe. Ja, dann ist die Sache für mich gegessen, weil du sollst dich nicht für meine Gefühle entschuldigen, sondern für dein Verhalten, darum geht's. Und den anderen auch. Ein letztes Mal muss ich jetzt noch hier Props geben für den Satz, ist halt ein geiler Satz, ja. Weil es in dem Fall einfach stimmt. Du sollst dich nicht dafür entschuldigen, wie ich mich fühle. Du sollst dich dafür entschuldigen, wie du dich verhalten hast. Ich finde es in der Aufnahme, das ist auch ein Grund, warum die mir so gut gefällt, es ist sehr erfrischend, wie in dieses ewige Gelaber und diese Worthülsen und so dieses wirklich, dass man so
hab ich ja auch vorhin drüber geredet, dass man so irgendwie erdrückt wird von Gelaber und Gelaber und Gelaber. Man weiß gar nicht mehr, wo man jetzt eigentlich war und so. Und dass dann aber jemand kommt und wirklich einfach mit einer ganz einfachen Klarheit und ohne irgendwie groß Schnörkel dann hinkommt und das so ein bisschen aufbricht. Denn ich denke, das ist viele Sachen, die Rainer macht, die werden von anderen Leuten auch gemacht, nur natürlich halt deutlich klüger. Bei Rainer ist es halt immer sehr offensichtlich. Und dass man versucht, jemanden implizit auch eine Schuld zu geben, indem man sagt, es tut mir leid dafür, wie du dich fühlst, das ist gewissermaßen halt schon perfide. So, weil man dann die Verantwortung dann doch wieder auf das Gegenüber abwälzt. Und diese Entschuldigung, die eigentlich die Sache deeskalieren soll, nutzt, um die andere Person dann doch noch, ja, der anderen Person halt doch noch eins reinzudrücken. Und ich finde es hier halt einfach sehr schön, dass dieses Spiel nicht mitgespielt wird, sondern dass einfach gesagt wird, nee, dafür will ich keine Entschuldigung. Ich will keine Entschuldigung dafür, wie ich mich fühle. Sondern man entschuldigt sich für sich selbst, für sein eigenes Verhalten. Oder bittet um Entschuldigung, besser gesagt noch. Also, ja, das ist eine schöne Sache hier. Gut, dann müsst ihr, wie gesagt, entscheiden, was ihr für richtig haltet. Okay, gut. Für mich das ist echt nicht erwachsen, Mann. Was? Das ist echt nicht erwachsen. Aber jetzt warte mal. Das ist keine erwachsene Reaktion, dass ich euch entscheiden lasse, was ihr machen möchtet. Weißt du, bei uns gibt es auch ab und zu, bei uns gibt's auch ab und zu Streitigkeiten so und wir klären das halt einfach immer. Also für mich ist die Sache sowieso schon gegessen, weil selbst wenn jetzt eine Entschuldigung kommt, ist sie nicht mehr ehrlich. Und deswegen, ich wünsche dir alles Gute, Bro. Ich werde definitiv zu meinem Wort stehen. Weil ich bin ein erwachsener Mann, der sich auch erwachsen verhält, meiner Meinung nach jedenfalls. Und ich habe dir bereits gesagt, dass ich mich nicht dafür entschuldigen werde, wie ich mich verhalte. Und dazu stehe ich. Okay. Und ich würde mich jetzt auch nicht entschuldigen dafür, weil wie du sagst, das wäre nicht ehrlich gemeint und sowas mache ich nicht. Ich war immer ehrlich zu euch und das werde ich auch immer sein. Oder besser gesagt, das würde ich immer sein. Ich verstehe den Hintergrund einfach nicht. Was ist daran ehrlich, wenn... Es waren falsche Aktionen. Das kann man nicht leugnen. Also es waren unkommunizierte Aktionen, die viele einfach angepisst haben. Und die waren einfach falsch. Deswegen verstehe ich einfach nicht. Also was ist daran ehrlich, sich nicht zu entschuldigen? Weil es ist einfach ein Fakt, dass er einfach falsch war, die Entscheidung. Es wäre eine Lüge, wenn ich mich entschuldigen würde, weil meine Entscheidung, wie ich mich verhalten habe, richtig war. Okay. Und weil es seit Jahren... Was sagen, weil ich möchte gehen. Bro, ja. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Ich bin kein Hater gewesen, nie. Ich will dich auch in Zukunft nicht haten. Ich halte mich einfach fern ab jetzt. Krass, oder? Es geht ja wieder weiter und soll sich wieder im Kreis drehen. Aber er geht da schön rein und sagt, nee, komm, jetzt fertig. Punkt. So. Das ist fucking Kryptonit für Rainer. Dass man einfach den Bullshit wegstreicht und mit einem Schwert durch diesen Nebel mal durchschaut und sagt, hier ist jetzt fertig. Und ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. Ich hoffe, du schaffst es alles und ich wünsche dir viel Kraft einfach. Mach's gut, Digga, okay? Mach's gut. Also, und rein, noch eine Sache nur, bitte. Ja. Ich habe dich nie für einen Hater gehalten, nur dass du das weißt. Alles klar, Bro. Mach's gut. Das ist einerseits hier geil wird und dann, ja, alles klar, Bro. Tschö. Wie er dann so etwas schön rausgeht. Was aber auch, glaube ich, was das Ganze für Rainer noch ein bisschen schlimmer macht, ist, dass er dann nicht mal sagen kann, okay, das war jetzt ein Hater. Hier kann er jetzt nicht in dieses Schwarz-Weiß-Denken reingehen. Sondern dieser Typ hat sich respektvoll verabschiedet, hat ihm geholfen, aber irgendwie ist die Situation trotzdem eskaliert. Wahrscheinlich hat er sich ein paar Stunden später doch eingeredet, dass das irgendwie ein Hater war. Aber ich glaube, im Moment kickt es gerade so ein bisschen bei ihm, dass er versucht, sich selbst zu erklären, wie das jetzt passieren konnte.
Ja, ich denke, dem ist nichts mehr zu sagen. Also ich kann Azog komplett verstehen. Also wie gesagt, wenn du dich für dein Verhalten nicht entschuldigen kannst, weil irgendwas im Kopf blockiert bei dir, obwohl du auch schon zugegeben hast, dass es vielleicht nicht das beste Verhalten war, was du hättest an den Tag legen können, dann sehe ich das auch nicht ein, weiterhin. Wie soll ich sagen, weiterhin im Mod-Team, bin ich ja eh nicht mehr, aber wieder Kontakt zu halten. Und ich denke, dass viele auch derselben Meinung sind, wenn du dich nicht entschuldigen kannst, weil irgendwas bei dir sagt, nö, das möchte ich nicht. Bei mir blockiert nichts, das ist einfach Erfahrung. Einfach gut, wenn du aus Erfahrung sagst, nee, das Entschuldigen mache ich nicht, das bringt mir nichts, wie auch immer, dann es wäre jetzt eh nicht mehr ehrlich, sich zu entschuldigen, sind wir mal ehrlich, dann bin ich auch. War immer ehrlich zu euch, deswegen entschuldige ich mich hier auch nicht. Ich wünsche dir alles Gute, aber ich denke, du kannst auch verstehen unser Handeln. Also ich bin raus. Noch immer. Ciao. Ciao. Ich kann jetzt eigentlich auch. Es ist halt sehr geil, wie jetzt so, das ist wie bei einem Theaterstück, dass dann jeder nochmal rauskommt und sich verbeugen darf. So, jetzt hat jeder nochmal seine kurze Ansprache. Jetzt kommt aber eine Stelle, die ich auch ziemlich witzig finde in dem Zusammenhang. So, wir hatten jetzt Azog, dann hatten wir den anderen Typen. Jeder hat jetzt nochmal seine Rede halten dürfen, ist rausgegangen. Und jetzt kommt das Fräulein. Nichts weiter dazu sagen. Ich denke, dass solche Sachen der Grund sind, die dich in deinem Weg oft blockieren oder die oft dazu führen, ich finde das irgendwie, keine Ahnung, finden das andere Leute witzig? Ich finde es halt witzig, dass jetzt so zwei Typen dran waren und die konnten so ihren Talk talken und das wurde halt einfach so hingenommen von Rainer, mehr oder weniger. Und jetzt kommt hier diese Frau, redet irgendwie 10 Sekunden und Rainer knüppelt rein. Das kann ja nicht wahr sein, was will die mir erzählen? Nein. Das ist überhaupt nicht das, worauf ich hinaus will, Rainer. Es ist genau das, was ich jetzt sagen will. Solche Sachen sind ein Grund, denke ich, aus meiner Perspektive, warum dir oft so viele große Brocken in deinem Weg liegen, die du dann erstmal mit so viel Kraft und Mühe wegräumst. Anstatt einfach zu reflektieren und zu sagen, okay, die anderen Leute könnten ja auch mal Recht haben, aber auf sein eigenes Recht und auf seine eigene Meinung so stur zu pochen. Ich beharre überhaupt auf nichts. Es ist Erfahrung, die mir sagt, dass ich Recht habe, weil ich seit Jahren die gleichen Erfahrungen mache. Du hast jetzt aber gerade an dieser Stelle Unrecht. Ich hatte Recht, dass Buffy eine Haterin ist. Ich hatte Recht damit, dass sie Scheiße baut. Und es waren alles euch. Aktionen auf Reaktionen. Ich garantiere euch, dass ich auch Recht damit habe, dass die euch verraten wird. Aber macht, was ihr für richtig haltet. Ich habe euch gewarnt, ich habe alles getan, was ich konnte. Es ging ja jetzt auch gar nicht um Wafi, verstehst du es? Es ging um die Reaktionen und ihr habt mich fertig gemacht und angegriffen, nachdem ich mich über sie aufgeregt habe, weil ihr zu ihr haltet. Macht, was ihr ich wollt. Ich habe überhaupt nichts mit Wafi gemacht. Das ist überhaupt nicht richtig. Ich habe mit der Wafi auch an sich nichts zu tun. Sie war So Leute sind übrigens für mich auch richtig. Ich will nicht zu ausfallend werden, aber ich halte nicht so viel von so Leuten, die, wenn zwei Leute sich richtig streiten, ja reingehen und sagen, jetzt beruhigt euch doch mal. Oder das Schlimmste war, das passiert aber, glaube ich, eher so in der Grundschule, dass dann jemand dazwischen geht und sagt, ihr habt beide recht, obwohl die Person gar nicht weiß, worum es geht. Ist einfach ätzend. Das bringt nichts, das ist einfach nur noch so ein bisschen Selbstdarstellung. Also der Typ, wie der da rein nölt, heute beruhigen wir uns. Ja, Schnauze. Immer im Discord, ich wollte eigentlich jetzt nur im Endeffekt sagen, geh in dich, überdenk das. Für deinen weiteren Weg kann ich dir nur sagen, dass solche Sachen, wie sie jetzt hier passiert sind, vermutlich auch in der Vergangenheit oft der Grund dafür waren. Dass es so kam, wie es ist und dass du so oft in Sackgassen gehst. Ja, weil ich das Problem der Welt bin. Du bist überhaupt nicht das Problem, Rainer. Es geht einfach um Lasse. Hör auf, das Messer noch tiefer reinzurammen. Mach, was du für richtig hältst, aber bitte. Geh. Tja, also ich... Ja, ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber Rainer ist emotional eigentlich so gut wie tot und es ist unmöglich, ihn noch irgendwie emotional anzuregen, aufzuregen, wie auch immer.
Ich hoffe, ihr merkt euch das. Hör auf, das Messer noch tiefer reinzurammen. Mach, was du für richtig hältst, aber bitte. Hör auf, das Messer noch tiefer reinzurammen. Geh. Tja, also ich werde jetzt gehen. Ich kann dir nur sagen, überdenkst, schlaf drüber. Ja, ich weiß alles es. Emotional tot. Ist jetzt hier an der Stelle sinnlos. Ich möchte auch noch kurz was sagen, weil ich möchte auch gehen. Drache, ich habe dich eigentlich immer wirklich gemacht und ich bin dir auch dankbar. Ich bin dir auch dankbar, dass ich deinetwegen, weil ich auf deinen Discord damals im April gekommen bin, dass ich so viele nette neue Menschen kennengelernt habe und wirklich neue Freunde gefunden habe. Und ja, ich finde es schade, dass das so gekommen ist, wirklich. Es tut mir auch irgendwie auch schon leid, aber wie gesagt, das ergibt alles keinen Sinn mehr für mich. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Ich hoffe, du wirst ja glücklich. Mach's gut. Ich hoffe nur für euch, dass ich das hinterher recht behalte. Weil mich anzustellen und zu sagen, ja, ich hatte recht, das wird mir nichts bringen. Mach's gut, Rache, alles Gute. Wie der Typ jetzt noch die bisschen die Situation beruhigen wollte, aber Rainer hört gar nicht mehr zu, was der sagt und motzt einfach rum. Los, hau schon ab. Jetzt beruhig dich mal, okay? Ja, leider hatte der beruhigen wir uns Typ jetzt das letzte Wort in diesem Video, das jetzt vorbei ist. Aber nichtsdestotrotz war das für mich ein schönes Erlebnis, das nochmal anzuhören. Falls ihr das Ganze hier auf YouTube seht und tatsächlich hier bis ans Ende mitgehört habt, dann freut mich das sehr. Und es wäre jetzt einfach eine Sache des Überlegens, ob man da jetzt noch weitere Videos macht oder nicht. Wie dem auch sei, es war auf jeden Fall klasse, sich das hier nochmal anzuhören. Es ist für mich so ein Rohdiamant im Game und sollte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ich hoffe, falls ihr euch das angehört habt, dass ihr auch ein bisschen Spaß hattet. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.